Hallo und willkommen bei der neuen Normalität. Denn wir haben hier gleich mal was vorbereitet. Warte mal ganz kurz, das machen wir gleich. Ich weiß nicht, ob man es hört. Geil, oder? Wir haben... Also alle Zuschauer und Zuhörer, herzlich willkommen bei unserem Podcast Neue Normalität. Ich bin der Wolfi vom YouTube-Kanal Hey Wolfi und zusammen mit mir gestaltet dieser Podcast mein lieber Kollege der Dan, ein bunter Hund in allen Gassen, ein großartiger Musiker, der erst gerade sein neues Musikvideo gedroppt hat. Dan, willkommen. Yo, 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 Dan, aka Mannequin Peace, Tourguide, Rapper, mach auch Rap-Workshops, wen es interessiert, das Lied heißt Half Man, Half Demon, Mannequin Peace und Do Diggler. Und wir wollen euch herzlich willkommen in unsere neue Folge von Neue Normalität. Sehr gut. Und ich kann euch nur empfehlen, schaut euch wirklich das Video auch an. Ich habe es mir auch schon angeschaut. Ich weiß jetzt nicht, jetzt kurz nach der Legalisierung ist es vielleicht für manche ein bisschen schwieriger, dieses Video komplett anzuschauen, Dan, weil es manchmal doch etwas sehr kunstvoll ist, aber auf jeden Fall sehr cool geworden. Cool, merci. Aber unser neues Intro ist ja der Hammer. Das habe ich komponiert. Und zwar komponiert man, ich habe einen Stock-Ding runtergeladen. Denn, wo wir gerade von Professionalität reden, ich habe es dir gerade schon gesagt, bevor wir wirklich ins Thema einsteigen, wir reden heute über Verschwörungstheorien. Dan und ich haben uns jeweils unsere Lieblings-Verschwörungstheorien rausgesucht, über die wir heute ein bisschen reden wollen. Ganz oberflächlich, natürlich nicht absolut im Detail, weil das auch einfach zu viel wäre und vielleicht man der ganzen Geschichte auch ein bisschen mehr Bühne bietet, als es vielleicht richtig wäre. Aber ich sag's mal ganz vorsichtig, Dan, du hast dich ein bisschen professioneller an das Thema herangewagt als ich, würde ich fast behaupten. Also du kümmerst dich heute um die schwere Kost im Podcast. Ja, ja. Aber bevor wir einsteigen, Dan, ich muss dir noch eine Geschichte erzählen. Okay. Ich habe mich in den sozialen Medien unbeliebt gemacht. Echt? Was hast du gemacht? Ja, ich habe, die Vorgeschichte ist ein bisschen schwieriger erzählt. Im Endeffekt, ich wohne in einer Umgebung, wo Menschen wohnen, die wenn du arbeiten gehst, bist du eine Idiot-Lebweise haben, die durchaus nicht schlecht leben, die aber einen jeden Morgen verabschieden mit den Worten, ha, gehst wieder arbeiten, Idiot. Und okay. Ja, sehr, 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 sehr nett. Und auf jeden Fall, es lässt mir der Satz gefallen, ich bin echt urlaubsreif. Und ich musste dann so lachen, dass ich ihn einfach in die sozialen Medien geschrieben habe. Und seitdem gelte ich jetzt in manchen Kreisen als jemand, der arbeitslos herabsetzt oder herabwürdigt und allen Arbeitslosen ihren Urlaub nicht gönnt. Und ich muss dir sagen, ich habe die letzten Tage so viel wirres Zeug deswegen gesehen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn dich Linke hassen irgendwie. So, haben die da aus dem Zitat so strikt rausgedreht? Ja, das ist schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Ich meine, du musst immer, also es ist ja immer so dieses vom Hundertsten ins Tausende kommen und alles wird dir irgendwie im Mund umgedreht und wenn du dann sagst, ja, chill mal, dann kommen drei Leute und sagen, du kannst mir nicht sagen, dass du chillen sollst, du hast gerade Arbeitslose beleidigt und du bist ja hier der Verbrecher und bla und weißt und es eskaliert immer weiter und irgendwann muss man, und dann habe ich irgendwann gesagt so, wisst ihr was, macht so euren Scheiß alleine und dann war ich der Toxische, der gesagt hat, ja, Pflicht, also das war also total wild, die letzten Tage waren sehr wild, ich habe dann sogar gesehen, dass ich in Threads, in diesem Meta Twitter-Ersatz-Ding, sogar einen eigenen Hater habe, der einen Account hat, der Hey Heuli heißt. Hey, der Heuli. Einfach nur, also richtig übles Zeug, aber es ist so ein Post, so Deutschland verrecke und so Zeug, weißt du, Sachen, wo ich mir denke, bist du echt komplett daneben, Junge. Und krass. Und denke mir so, okay, das ist scheinbar auch die andere Realität des Ganzen und ich muss ehrlich sagen, dass im Internet laufen so viele Verrückte rum und also das war so richtig, also ich war die ganzen letzten Tage immer so zwischen, nehme ich das jetzt ernst oder darf ich jetzt über diese Leute auch lachen? Und ich glaube, das geht nicht, ohne so drüber zu lachen, weil ich glaube, das Problem ist auch bei Social Media an sich, Leute haben oft nicht so die Zündschnur, dass sie erstmal so sich Zeit nehmen und überhaupt gucken, was man eigentlich sagt, sondern es wird gleich
sofort was angenommen und dann wird sich hochgesteigert. Und anstatt dass sie fragen so, hey, habe ich dein Zitat richtig verstanden, hast du Leute, die Bürgergeld kriegen zum Beispiel. Ja, also ich meine, aber das ist ja auch so, ich wurde jetzt in letzter Zeit auch ganz oft als Rechter bezeichnet, einfach weil ich gesagt habe, das Bündnis Sahra Wagenknecht ist nicht wirklich links. Also ich sage es, das Internet ist total wild, aber eigentlich muss man ja auch sagen, ist das ein super Einstieg in unser Thema heute. Wildes Internet, verrückte Leute und dadurch, dass halt jeder Sender und jeder Empfänger ist, entstehen da manchmal sehr, sehr wilde Dinge. Und weil wir gerade das mit dem Intro ausprobiert haben, denn als Sprung in unser heutiges Thema hinein, weil ich dieses ganze Thema nicht weiter ausbauen will, ich weiß jetzt schon wieder, dass ich dafür Hate kriege, dass ich es angesprochen habe, aber ich wollte es dir einfach nur nochmal erzählen, das ist einfach der Wahnsinn. Aber jetzt hör mal ganz gut zu. Kennst du diesen Menschen? Hitler weiß das, wieder keiner. Ja, ich weiß, wer das ist. Du weißt es, ich sag's nochmal, ich spiel's nochmal ab. Wer weiß das? Wieder keiner. Wer weiß das? Wieder keiner, sagt dieser Mensch. Wer ist das? Ich sag dir, woher ich's weiß. Ich habe früher viel Valulis geguckt. Ah ja, da könnt ihr uns kennen, genau. Ja, ja, und der hat den ganz viel zitiert. Er ist auch sehr zitierfähig, dieser Mensch. Lösen wir es auf. Dieser Mensch, den wir gerade gehört haben, ist Axel Stoll, oder besser gesagt Dr. Axel Stoll, geboren in Ostberlin und war lange Zeit zu den Urzeiten des Internets, als das Internet noch jung war, dadurch, dass er seine wilden Vorträge, Ideen und Ideologien ins Internet hochgeladen hat, als einer der ersten Meinungsschwurbler, sage ich mal, sehr fame geworden, zumindest in unserer Generation, sag ich mal, die mit dem Internet aufgewachsen sind, weil Dr. Axel Stoll, ich habe noch einen anderen Soundchip, den spiele ich jetzt auch nochmal ab, weil ich ihn einfach geil finde, Sekunde, der geht so. Ja, Sie müssen schon Ihren Kopf jetzt zum Denken benutzen, nicht als Hutständer. Hutständer, sagt er, genau. Sie müssen Ihren Kopf zum Denken benutzen und nicht als Hutständer. Das war so das Motto von Dr. Axel Stoll. Und Dr. Axel Stoll ist der Urheber und Verbreiter von sehr, sehr vielen Verschwörungstheorien im Internet. Er war nämlich Gründer und Mitglied des Neuschwabenland-Forums. Das Neuschwabenland-Forum, das, wie es der Name sagt, basiert auf der Theorie, dass ich weiß jetzt gar nicht, ob in welcher schneeumwehten Region das Neuschwabenland liegen soll, ob das jetzt Arktis oder das andere ist. Ja, da bin ich wieder gut informiert. Auf jeden Fall ist die Idee ist, dass quasi Nazis eine geheime Arktis-Basis haben, von der sie quasi ihre Reichsflugscheiben, die Hanebus, so UFOs starten können und die ja auch auf der dunklen Seite des Mondes sind und die Sonne ist ja eigentlich kalt und Dr. Axel Stoll hat sehr, sehr viele Dinge über die Jahre hinweg verbreitet und ist so ein bisschen meine Einstiegsdroge gewesen ins Internet. Und ich sag dir was ganz Lustiges, für die Leute, die uns noch nicht kennen. Ich mache ja Dritte Reich-Touren auf Englisch und Herr Stoll hat ja eben von diesen Flugscheiben geredet und irgendwann hatte ich einen Ami, der kam dann zu mir auf die Tour und sagt so, hey, übrigens, die Nazis haben ja die Glocke gebaut und ich denke so, hä, die Glocke? Was ist denn die Glocke? Und in diesen Kreisen ist es halt der Name, die sie für ihre Reichsflugscheiben hatten. So. Und dann dachte ich, krass, also nicht, dass dieser Kerl kannte wahrscheinlich den Dr. Stoll nicht, aber in den USA gibt es ja den History Channel, der früher mal echt ziemlich gut war. Ja, der ist irgendwann so seit 20 komplett Jahren gleich. Machen die so, Aliens haben die Pyramiden gebaut und die Nazis haben UFOs. Kommt da nicht auch dieser Alien-Meme-Dude her? Ja, genau, mit den coolen Schon, Haaren. Ne? Ja, ja, doch, genau, der mit den Haaren. Doch, der kommt daher, gell? Und genau, und manchmal streiten wir auch wegen einer Verschwörungstheorie. Das passiert manchen Guides. Mir ist es, glaube ich, einmal passiert. Es gibt so eine Sendung auf History Channel, die ist so auch 10 Jahre alt. Die heißt Hunting Hitler. Und da geht es darum, dass sie halt behaupten, dass Hitler nach Argentinien geflohen ist, wofür es natürlich null Beweise gibt. Da bei VW am Werk steht, also Fließband steht, oder wie geht das? Haben's doch bei Simpsons gibt es da auch irgendeine Szene, wo dann. Wo sind in Argentinien sind, dann fährt einer vorbei, so nach dem Motto,
Er macht dann irgendwie den Hitler und sagt dann so, mein Führer, und er so, ach du. Nein, die glauben es wirklich, weil, die behaupten es halt, er ist sogar ein Historiker in der Sendung tatsächlich, aber der behauptet halt Sachen ohne Beweise zu haben. Und dann interviewen sie immer so Argentinier und irgendwie hat sich's eingebürgert, dass irgendwie echt viele Argentinier irgendwen kennen, der Hitler gesehen hat. Nur ein Gegenbeispiel, das war bei uns, jetzt hole ich kurz krass aus, kurz nach dem 11. September kannte ich mindestens 5 Leute, die mir erzählt haben, dass sie vor McDonald's waren und da kam ein netter Kerl, der irgendwie arabisch aussah und hat gesagt, hey, du bist so nett zu mir, ich wollte dir nur sagen, geh nicht nächste Woche in McDonald's, weil da passiert was. Und 5 Leute haben mir diese weirde Story erzählt. So, und genauso war diese Argentinier, erzählen sie dir, dass sie Hitler gesehen haben irgendwie. Du meinst, es ist vielleicht so ein bisschen wie diese Drop-Bear-Geschichte in Australien. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mm-mm. Die Australier haben irgendwann mal, um Touris einfach Angst zu machen, die Geschichte vom Drop-Bear erfunden. Also von dem sowas wie einem Koala-Bär, aber halt in total böse. Also es gibt ja diese Fotos von diesen Koala-Bären, die, wenn sie nass sind, dann sehen die ja gar nicht mehr so nett aus. Und da gibt es irgendwie ein Foto von so einem nassen Koala, der halt irgendwie faucht und steht unter Drop-Bär oder sowas. Und das ist dann so dieses, das sind so irgendwelche Killer-Bären, die sich aus den Bäumen fallen lassen und dich dann erledigen, so nach dem Motto. Und das erzählt jetzt Australier immer so ein bisschen so als Inside-Gag so ein bisschen weiter. So. Vielleicht ist es sowas als das. Ich glaube, das ist genau so eine Richtung, dass irgendwie Leute was erzählen und dann ist es wie so Geschichten von früher, die man als Kind gehört hat. Mehrere Leute das erzählen und dann glaubt man das so. Und das ist ja auch die Dynamik an sich von Verschwörungstheorien, egal ob sie jetzt ernst sind oder halt eher lustig. Eine kurze Sache, die ich dich gerne fragen würde, bevor ich mit meiner Geschichte komme. Ja, ich bin noch gar nicht fertig mit dem Stoll, weil ich habe nämlich hier noch eine sehr, sehr wichtige Info, aber erzähl, frag. Ja, nämlich, du bist ja Journalist. Ich höre immer wieder von Leuten, die dann so in Verschwörungstheorien sind, oft die überhaupt Leute das nicht verstehen, was macht eine Verschwörungstheorie aus und was trennt die von einer normalen Berichterstattung. Wie würdest du denn das als Fachmann beschreiben? Also, ich meine, wir werden es heute noch ein bisschen öfters hören. Verschwörungstheorien in ihrem Kern funktionieren ja erstmal deswegen, weil sie ein Narrativ sind. Ein gutes, interessantes Narrativ sind, eine gute Geschichte im Endeffekt sind. Und wir soziodemografisch hochgezogen, über die Jahrhunderte, Jahrtausende so erzogen und einfach auch Informationen dadurch weitergegeben, dass wir Geschichten erzählen. Weil zum Beispiel diese ganzen Geschichten, das ist jetzt ein wilder Vergleich, aber die in der Bibel stehen, sind ja auch nicht an dem Tag aufgeschrieben worden, wo man sie theoretisch hätte erleben können, sondern auch viele hundert Jahre später erst als weitergegebene Geschichten, dass irgendjemand gesagt hat, oh, jetzt schreibe ich mir das mal auf. Und das ist halt im Endeffekt ein gutes Narrativ. Und wenn du halt dann so Geschichten hast, die halt eine gute Geschichte erzählen oder zumindest eine einfache Geschichte erzählen zu einem komplexen Thema, dann verfängt sich das natürlich einfacher, weil wir so ein bisschen danach suchen, einfach diese ganzen Geschichten auch für uns so zu erleben. Und ich meine, der Vorteil von einer Verschwörungstheorie ist, wo du die klare Trennlinie hast zu einer redaktionellen Berichterstattung, ist, Verschwörungstheorien brauchen keine Beweise. Verschwörungstheorien leben sogar davon, dass es eigentlich keine Beweise gibt oder sehr unklare Sach- und Faktenlagen, wie zum Beispiel, du hast es erwähnt, 11. September, wo alle dann gesagt haben, boah, ja, aber kann es überhaupt sein, dass so ein Flugzeug so einen Stahlträger schmilzt oder nicht? Ich meine, das war ja ein großes Thema auch in den USA, wo man dann sagen muss, naja, erstmal ist es nicht das Flugzeug und das ist auch nicht der Treibstoff des Flugzeugs, was da am Schluss zu dieser Hitze geführt hat, sondern weil halt einfach das fucking Gebäude niedergebrannt ist, einfach an der Stelle. Und so ein Flugzeug, wenn es da reinrauscht, hat einfach ein paar Träger einfach absäbelt. Und es reicht, wenn 2 Bodenplatten quasi runterfallen, um alle anderen mitzunehmen, so nach dem Motto. Also so kompliziert ist es nicht, aber dann zu sagen, naja, aber hey, hast du übrigens gewusst, ich weiß den Namen gar nicht mehr. Es ist dieser, gibt ja immer auch diese Geschichte mit diesem jüdischen Menschen, Unternehmer, der nur ein paar Tage vorher das World Trade Center für sehr viel Geld versichert hat
Und dann ist das ja alles kaputt gegangen und ist das, also so nach dem Motto, ja, aber ich stelle ja nur Fragen und sowas. Und das ist halt so dieses, also wenn du als Journalistin gehst, dann sagst du, okay, das sind die Fakten, da ist ein Flugzeug in das Gebäude rein, es ist zusammengestürzt, es sind tausende Menschen gestorben, es ist eine tragische Geschichte, das Land trauert, das ist die Geschichte, die du erzählst als Journalist, weil das sind die Fakten. Aber andere schauen halt und sagen, naja, aber natürlich stellst du auch die Frage, warum ist das passiert, aber das Warum ist halt dann irgendwann mal, okay, es sind radikalisierte Idioten und Spinner gewesen, die in Hamburg ausgebildet wurden, ein Flugzeug quasi entführen zu können und zu fliegen irgendwie. Und dann dieses Flugzeug eben, so krass es ist, da reingesteuert haben. Und dass man dann natürlich sagt, okay, das sind die Fakten, wir wissen das, da gibt es Berichte und so weiter und so fort und Ermittlungen und das kann ich berichten. Aber es gibt halt eine klare Grenze, dass du sagst, naja, aber schau mal hier, diese kleinen Funken und sowas, und da gibt es ja dann Leute, die sitzen dann stundenlang vor irgendwelchen Videos und schauen, ob da jetzt irgendwie so ein Trümmerteil, was eine Fassade mitnimmt, nicht doch eine Explosion sein könnte und sowas. Und da kommst du halt rein in so ein manisches Suchen nach deiner eigenen Wahrheit. Für viele ist es, glaube ich, ein Hobby, die halt da einfach sagen, okay, ich habe da voll Bock drauf. Dr. Axel Stoll war jemand, der hat davon gelebt, zum Beispiel. Der hat ja dann eigentlich seine Bücher verkauft. Der hat da seine, also Dr. Axel Stoll hat mehrere Bücher herausgegeben, die kann man heute noch bei Amazon kaufen sogar. Ach echt? Ja. Und hat eben auch auf seinen Stammtischen teilweise seine A4-Ausdrucke von seinen wilden Geschichten und Theorien eben verkauft für 20, 30, 40, 50. Das war so, das wechselte, das waren damals Anfang Euro. Und hat halt da dann noch sein Geld mit verdient und sonst hat halt seine Rente so ein bisschen damit aufgebessert. Aber es war halt damals so ein bisschen so ein harmloses Ding. Heute würde man sagen, Axel Stoll war ein Reichsbürger. Dieser Begriff Reichsbürger, den gab es damals aber einfach noch nicht. Und damals hat man darüber gelacht und hat ihm irgendwie den goldenen Aluhut, das war so in der Zeit, wo es entstanden ist, hat gesagt, ja, hier, Brett vom Kopf, Aluhut, Stoll, haha, lustig, kleiner Spinner. Heutzutage würde man sagen, das ist ein rechtsextremer Reichsbürger. So. Und das ist halt einfach etwas, unser Verständnis für Verschwörungstheorien und ihre Gefährlichkeit ist auch einfach eine andere heute als früher. Und dementsprechend ist dann, es ist eine lange Antwort. Im Endeffekt ist es so, dass man sagen muss, da wo Fakten aufhören, beginnen Verschwörungstheorien. Ich würde, glaube ich, noch eine Sache, glaube ich, adden, aber ich kaufe deine Antwort. Ich Danke. glaube, also für mich, ich würde immer so antworten, dass eine Verschwörungstheorie natürlich entweder gar keine Quellen oder Informationen hat, die man nachweisen kann oder nur minimal, aber auch, Selektive Fällen, genau, muss man aber so auch, sagen. dass es eben immer darum geht, dass es irgendeinen bösen Drahtzieher gibt. So, das ist ja immer eine einfache Erklärung, so es gibt irgendwas, was entweder wirklich ein Problem in der Gesellschaft ist oder nur wahrgenommen ein Problem und dann sucht man halt einen Drahtzieher und dass das so ein Riesenteil davon ist, dass du einen Bösen hast. Entweder eine Gruppe oder eine einzelne Person. Das ist richtig. Und ich meine, in unserer Geschichten, die wir auch erzählen, oder ich beschäftige mich ja auch viel mit Themen, dann landest du immer irgendwann mal bei einem Begriff, der lautet dann zum Beispiel Globalisten heutzutage. Früher war es die jüdische Weltverschwörung, aber wird es immer das Gleiche gemeint. Das ist immer so dieses, ja, das ist das Geld und das Geld hat der Jude, also ist der Jude der Böse. Und das ist immer so das Gleiche. Es war damals auch schon bei Axel Stoll das Gleiche. Ich glaube, du hast ja auch noch in die Richtung gehende Verschwörungstheorien, deswegen möchte ich mich gar nicht so lange an die festbeißen. Ich möchte nur sagen, dass Axel Stoll eben jetzt auch schon eine Weile nicht mehr unter uns weilt. Inzwischen sei das 10 Jahre jetzt schon her. Also in ein paar Krass. Tagen jährt sich sein 10-jähriges Todesdatum, Todestag. Genau, er ist nämlich schon 2014 alleine in seiner Wohnung ums Leben gekommen, wahrscheinlich an einer Krankheit. Die Polizei hat Fremdeinwirkung festgestellt, aber er ist quasi für sich alleine, ja, Krass. einfach einsam gestorben. Und das ist eigentlich auch irgendwie das traurige Ende von einem traurigen Leben und einem traurigen Menschen irgendwo. Und ja, also Ja. das ist, ja. Ja, du hast gleich was erwähnt, was auch gleich so in mein Thema einleiten würde, aber zum Thema Verschwörungstheorien an sich, weil ich auch immer wieder mit Leuten auch diese Diskussion hatte, Leute, die wirklich so krass an diese Verschwörungstheorien glauben, das hat nichts mit Dummheit zu tun. Ich kenne sehr viele sehr, sehr, sehr kluge Leute, die krasse Sachen glauben. Ich glaube,
weil du ja sagtest, dass es so einfache Antworten sind zu wahnsinnig komplexen Themen. Und wenn man einfach in Punkten, an Punkte kommt in seinem Leben, wo es einem wirklich nicht gut geht, dann hat man auch nicht so die Kraft, krass politisch komplexe Sachen irgendwie zu lesen oder zusammenzusetzen. Man hat das auch so ein Luxus Zeit, den man nicht immer hat. Und dann ist es halt so eine Abkürzung, wenn man halt sagt, das und das ist eine Verschwörung von dieser und dieser Gruppe so. Ich meine, es ist ja auch so eine also ich meine, es gibt ja so Erlebnisse oder Ereignisse, die halt einfach so eine kollektive Narbe irgendwie auf der Seele, auch von so einer Gesellschaft irgendwo sind. Und ich meine, du bist ja quasi halb Amerikaner, du kennst das sicherlich jetzt auch noch besser als ich. Ich meine, jeder weiß auch in Deutschland, wo er am 11. September 2001 war. Mein Gott, ist schon so lange her, oder? 2001 war. Und ich meine, also ich weiß es noch sehr gut, was ich an dem Tag gemacht habe. Und als ich es im Fernsehen gesehen habe, dachte ich erst so, oh, das ist ja interessanter Actionfilm, so nach dem Motto. Und der Fernseher war halt eigentlich auf Mute. Und hat man dann erst laut gemacht und dann erst eigentlich danach verstanden, dass das Nachrichten sind und kein Actionfilm, so nach dem Motto. Und das Das. ist total krass. Und ich weiß es nicht, also ich weiß auch nicht, ob du den 11. September als eines deiner Themen hast, aber ich glaube, das ist ja so die Einstiegsdroge für ganz, ganz viele andere Verschwörungstheorien, für ganz viele andere Verschwörungsideologen irgendwie so ein bisschen. Ist das so eine kollektive Narbe auf der Seele der Amerikaner jetzt auch, oder? Ja, definitiv. Also ich weiß auch, wo ich war. Ich hatte meinen Schultag eben an dem Tag, der erste Schultag nach den Sommerferien. Und ich hatte tatsächlich, also mein Vater ist Amerikaner, meine Mutter ist Deutsch. Ich habe beide pa Pässe, rede auch beide Sprachen bei meinen Eltern daheim, Englisch mit meinem Dad, Deutsch mit meiner Mom so. Und an dem Tag war meine Großtante mit ihrem Mann aus den USA da. Also meine Aunt Ellen und der Onkel Bob. Und die waren gerade, die waren, das war ein Dienstag, an dem es, glaube ich, passiert ist. Und ein paar Tage vorher sind die gekommen und ich bin halt von der Schule nach Hause und eine Freundin von mir, ich bin in der Nähe von den Siemens-Werken in München zur Schule gegangen und hat die gesagt, so, hey, die reden da gerade, dass da irgendwie der Irak Amerika angegriffen hat. Und ich so, hey, was für ein Quatsch. Und dann war natürlich auch nicht Irak. Und dann bin ich nach Hause und dann hat irgendwer bei mir in der Nähe von der Nachbarschaft so ein Schild aufgehängt über dem Zaun, so in dem Jahr ist auch Aaliyah gestorben übrigens, die Sängerin, die so, Aaliyah ist gestorben und heute schlimmstes Jahr ever, so. Und dann bin ich nach Hause und für uns war das echt ein bisschen intensiver, weil wir ein amerikanisch-deutscher Haushalt waren und dann waren halt meine Großtante und ihr Mann da und wir haben halt alle geweint, weil das so komisch war, weißt du, das war so, niemand hätte gedacht, dass es eben auf amerikanischem Boden passiert. Und ich glaube, daher sind ja dann auch relativ kurz danach diese Verschwörungstheorien entstanden, weil im Endeffekt waren es einfach nur Normalos, die es gemacht haben. Und weil es so ein gruseliger Gedanke ist, dass Geheimdienste und Polizei das nicht haben kommen sehen. Und das ist so ein krasses Trauma, dass du sagst, nee, nee, da waren die Illuminaten dran oder sowas. Weil das ist einfacher, als zu sagen, hey, wir sind halt nicht sicher. Und das ist halt ein Trauma, so total verständlich. Auch hier in Deutschland, diese Angst, wenn schon die größte Militärmacht im Westen Amerika so angreifbar ist, nee, nee, das kann nicht sein, da muss eine Verschwörung sein, das muss Amerika selber sein. Und ich glaube, das war so der Anfang. Auch hier in Deutschland für diese Pipeline irgendwie. Also ich hatte schon, habe schon den Eindruck, also ich meine, das ist natürlich auch, ich meine mal, es ist halt auch zeitlich zusammengefallen mit einer Zeit, wo eben gerade dieses Internet zwar nicht entstanden ist, aber halt so langsam gehen gelernt hat. So, die ersten Foren haben sich gebildet, diese größeren, also eben Deutschland, eben dieses Lachschoner, was es damals gab, und eben diese ganzen Chants in den USA und sowas. Und man hat einem, also es gab halt das erste Mal in der Geschichte des Internet wirklich eine größere Community, Forenbildung, wo sich Leute austauschen konnten. Und da hat das natürlich auch sehr fruchtbaren Boden natürlich gefunden, wenn du gesagt hast, hey, übrigens, ich habe ja die Vermutung, dass es der Mossad war. Und dann hast du 10 Leute im Internet gefunden, die gesagt haben, ja, ich glaube das auch.
Und das war halt auch Anfang des Internets so ein bisschen, was das natürlich noch bestärkt hat. Ich meine, wenn du, keine Ahnung, bei dir daheim irgendwie in der Schule gesagt hättest, übrigens, der Mossad hat den 11. September begangen, dann hätten wahrscheinlich alle gesagt, du, jetzt, okay, setz dich wieder hin und sei ruhig. So. Ja, ja. Ja, genau. Das ist tatsächlich die Überleitung zu meinem Thema. Weil du ja schon, du hast ja den Axel Stoll erwähnt, ja? Yes. Und der war ja Reichsbürger. Ja, was war er? Genau, und für die Leute eben da, ja, die meisten kennen ja den Terminus, aber Reichsbürger sind quasi meisten, also mehr aus der rechten Ecke, und sie glauben, dass wir in Deutschland kein souveräner Staat sind, sondern wir sind ein besetzter Staat. Und das ist tatsächlich mein Thema von deinen Flugscheiben und der geheimen Nazi-Basis in der Antarktis zu dem Thema. Also, ich kenne echt einige Freunde, auch wirklich kluge Leute, die mich öfters jetzt in letzter Zeit zu dem Thema angesprochen haben, und die sind halt überzeugt, dass wir ein besetztes Land sind. Und auch, das ist auch in dieser Verschwörungspipeline aus der Putin-Richtung, weil aus Russland kommen auch viele Verschwörungstheorien, um natürlich auch diesen Glauben an eine Demokratie zu schwächen. Deswegen hat man ja auch wirklich während Corona krass gesehen. Genau, also das ist sehr gesteuert sogar, genau. Genau, und ich würde gern angucken, wie dieses Missverständnis überhaupt entstanden ist. Und was ich ganz oft höre, ist, wir haben ja keinen Friedensvertrag und wir sind immer noch besetzt, weil wir die amerikanischen Armeebasen in Deutschland haben. Und um das so historisch ein bisschen in den Kontext zu setzen. So Chef gedünstet. Das ist das Chef. Das Chef, genau. Ja, das vor dem Chef im Geschäft. Ja. Genau. Und was da dran ist, also am Ende vom Zweiten Weltkrieg, Deutschland hat ja eben den Kampf geführt gegen die Alliierten, was ja da eben Russland, England, Frankreich, USA war. Und am Schluss wurde ja dann Deutschland von diesen vier Mächten besetzt. Und was tatsächlich stimmt ist, damals gab es keinen Friedensvertrag. Das ist total richtig. Es gibt einen Grund, warum es keinen Friedensvertrag gab, und es muss auch gar nicht immer einen Friedensvertrag geben. Was passiert ist, als Deutschland den Krieg verloren hat, ist die deutsche Regierung kollabiert. Weil die Nazis haben die ganze Infrastruktur so umgebaut seit 33, dass es alles in den Krieg geht, weil sie ihre Hoffnung gesetzt haben, dass sie eben quasi für den Krieg, übrigens auch Hitler hat ja in den 20ern schon den Krieg geplant, das war Lebensraum im Osten, quasi in Osteuropa expandieren und quasi alle Slaven versklaven oder eben zu ermorden. So, das war ja mein Kampf ja schon vorgezeichnet, genau. Genau, das steht ja alles drin. So, jetzt als die Alliierten Deutschland besetzt haben, dann gab es keinen Friedensvertrag. Das stimmt. Und dann hattest du ja eben die Besetzung der Bundesländer, was ja dann als Ostdeutschland bekannt war. Und Deutschland war dann wirklich erstmal besetzt, hatte ja keine eigene Verfassung gehabt. Und dann wurde ja 1949 unser Grundgesetz umgesetzt. Genau. So. Jetzt kommen dann gewisse Leute, die halt diesen Verschwörungsmythos glauben, dass wir ja keine Verfassung sind, sondern Grundgesetz. Und es hat mit einer Formulierung zu tun. Das ist Artikel, ich glaube, 146a. Kann das sein? Ich glaube, das ist 146a. Da steht, es ist quasi so formuliert, dass sie das Grundgesetz haben, bis eine Verfassung formuliert wird. Das ist halt quasi, das ist quasi nichts anderes als Juristensprech, weil es schon als Verfassung galt, aber sie haben es quasi so formuliert, weil sie die Hoffnung hatten, dass irgendwann Deutschland mal wieder vereinigt, und dann soll sich das gesamte deutsche Volk eine gemeinsame Verfassung geben. Genau. Also so steht es nicht drin, aber es ist, glaube ich, so. Genau, das ist der aus dem Juristendeutsch ungefähr so, ja. Genau, so. Und 1949 gab es ja dann auch die erste Wahl mit Konrad Adenauer. Genau. Und jetzt, was dann passiert ist, ist, wir hatten 1949 ein Besatzungsstatut. Das hat ganz klar gesagt, Deutschland ist besetzt. Ja. Jetzt wurde das aber geändert im Jahr 1955 im Pariser Abkommen. Und da wurde gesagt, dass Westdeutschland
eine Teilsouveränität kriegt. Also im Vergleich zur DDR, was eben nicht der Fall war, die war nicht souverän, hatten wir eine Teilsouveränität. Das hieß aber trotzdem, dass wir uns an gewisse Vorgaben halten mussten von den drei Besetzungsländern USA, England und Frankreich, was gar nicht böse ist, sondern das hat damit zu tun, dass Deutschland ja schon mal den Ersten Weltkrieg hatte und durch einen Versailler Vertrag gab es Vorlagen, an die sich dann die Nazis nicht gehalten hatten und die wollten diesmal bei dem bei der Besetzung halt achten, dass Deutschland schon viel mehr als Kooperationspartner gesehen wird als nach dem Ersten Weltkrieg, aber trotzdem, dass Deutschland nicht wieder versucht, militärisch aufzurüsten. So. Ich weiß noch, um da einzuhaken, also was gut passt, ich habe ja bei früher meine Journalistenzeit ging ja bei einer Tageszeitung los. Und ich war ja bei der Augsburger Allgemeine, da war man sehr, sehr stolz darauf, dass man quasi die Drucklizenz Nummer 7, glaube ich, ist es, hatte oder hat. Das ist halt quasi die, bei Bayern, amerikanische Besatzungszone, und die Amerikaner haben quasi festgelegt, welche Zeitungen wieder veröffentlichen dürfen, wieder gedruckt werden dürfen, und haben das quasi lizenziert, und das war quasi eine der ersten Zeitungen, die wieder durften. Und das wusste ich gar nicht. Weißt du, welches Jahr? Relativ früh, sogar nach dem Krieg wieder, aber ich weiß es nicht genau. Also ich glaube, das war, müsste ich jetzt lügen, also ich habe es jetzt auch nicht nachgeschaut, Ende sogar schon der 40er Jahre. Okay. Ja, genau. Und das ist dann, war eine Teilsouveränität. So. Jetzt waren wir technisch gesehen trotzdem besetzt. Wir hatten über 100 amerikanische Armeebasen im Westen. Ja. Und dann, nach dem Mauerfall in den frühen 90ern, gab es tatsächlich einen Friedensvertrag, auch wenn Xavier Naidoo das anders gesehen hat. Und das war der 4+2-Vertrag. Genau. Der 4+2-Vertrag ist quasi die vier Besetzungsmächte, USA, Russland, Frankreich, England und dann Ost- und Westdeutschland, dass quasi die vier Besetzungsländer die Souveränität an die zwei deutschen Regionen gibt. Und das war auch ein Friedensvertrag. Und damit ist das Thema eigentlich schon gegessen. Aber weil wir heute halt noch Armeebasen haben, gibt es Leute, die halt glauben, dass wir besetzt sind. Und das hat eher damit zu tun, dass wir nach dem Krieg halt keine große Armee mehr besitzen durften. Und nachdem das so aufgelöst wurde in den Mitte der 90er, war es gemütlicher, irgendwo sich halt auf die amerikanischen Basen zu verlassen. Aber es sind jetzt viel weniger Basen. Ich glaube, das sind, jetzt die Zahl weiß ich auch nicht genau, aber so ein bisschen mehr als 20 Armeebasen. Ich weiß noch, dass das ja also auch kommunalpolitisch immer ein Riesenthema ist und die ganzen Gemeinden eigentlich wirklich darum kämpfen, dass die amerikanischen Basen noch bleiben und damit auch die amerikanischen Soldaten bleiben, weil das ein gewaltiger Wirtschaftsfaktor einfach auch ist. Ja. Für die Kommunen, wo die untergebracht sind. Also das ist jetzt gar nicht so, dass die Leute sagen, auch Ami, go home. Also das ist eher so, Ami, bleib bitte hier. Ja, ja, genau. Und das hat tatsächlich auch mit jetzt indirekt mit Russland und mit Trump zu tun, weil man ja weiß, dass viel von der Missinformation, dass wir noch ein besetztes Land sein, ja aus von russischen Hackern und so in die Welt gesetzt wurde. Und das ist ja auch die Gefahr jetzt mit Trump, weil er gesagt hat, wenn er wieder Präsident wird, dass er vielleicht auch komplett aus der NATO aussteigt. Ja. Und wo wir das sehen, krass, tatsächlich vor ein paar Jahren war, als Trump Präsident war, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr, ob das 2018 oder 19 oder so war, da hat Merkel öffentlich gesagt, dass sie sich nicht mehr auf die USA verlassen kann. Sie hat nicht gesagt wegen Trump, aber jeder hat verstanden, was sie meinte. Genau, und Trump war dann so sauer, dass er tatsächlich irgendwo in Bayern tatsächlich dann eine Armeebasis, glaube ich, zugemacht hat. Echt, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht, dass das die Reaktion war, okay. Ja, weil er halt vorstellen könnte ich mir schon, dass er das gemacht hat, ja. Ja, das ist typisch. Aber das ist halt jetzt so eine, die ich tatsächlich öfters gehört habe. Und einmal habe ich irgendwo einen auch auf Facebook gesehen, der hat gesagt, schau, jetzt gibt die Presse zu, dass Deutschland besetztes Land ist und sein Riesen krasser Beweis war, Putin hat in irgendeiner Pressekonferenz gesagt, Deutschland ist besetzt
und NTV oder so hat drüber geschrieben. Aber sie haben nur gesagt, genau, dass er es gesagt hat, nicht, dass es ein Genau, Fakt er hat das ist. Vor irgendeiner Gruppe von Schülern irgendwie, bei irgendeiner Veranstaltung hat er das gesagt. Ich habe das sogar in irgendeinem Video mal verarbeitet. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem. Also genau. Das ist, also, aber das ist halt auch diese Destabilisierungsrhetorik im Endeffekt, die ja auch durchaus aus Russland schon seit vielen Jahren auch einfach kommt. Ich meine, da wird immer jeder Nation, die irgendwie man als Feind betrachtet, das Existenzrecht oder zumindest die Grundlage der Existenz abgesprochen im Sinne von, ja, die sind ja nicht souverän und die werden gesteuert und das ist eh alles amerikanisch und was weiß ich. Und genau. Weil man damit dann natürlich den Grundstein des Duktuses legt, dass man sagen kann, ja, also wenn wir die dann theoretisch erobern, dann würden wir sie ja befreien vom Amerikaner. So, das ist dann immer so dieser zweite Schritt des Denkens, den man dann nicht sagt, aber der natürlich damit einhergeht. Ja. Genau, und genau zu dem Thema noch fällt mir gerade ein, das ist, und bei den meisten Verschwörungstheorien, und das sieht man gerade bei dem Deutschen ist besetzt, wer ist der Drahtzieher, und dann läuft es halt bei den meisten auf antisemitische Verschwörungstheorien zurück. Das ist so der Klassiker, der landet da immer irgendwo, ne? Das ist immer so die letzte Ausfahrt. Ich meine, heutzutage, wie gehabt, heißen sie Globalisten. Das ist immer so diese Tarnsprache, aber. Oder eine Kabale oder sowas, was es ist. Aber genau. Es ist immer das Gleiche. Ja, können die nicht ein bisschen originell werden? So, ich meine, wo sollen sie hin? Also, Aliens ist dann schon irgendwo wieder zu weit und. Aber, wo wir gerade. Ja? Um es abzuschließen, ganz kurz ja, noch, was gut. Die Reichsbürger ja noch speziell macht, ist. Wenn die sagen, unsere Verfassung ist ja nicht echt, dann fragt man sich, was ist dann die Verfassung? Und die meisten beziehen sich dann irgendwie eben auf die Gesetze von 1871 als ja, aber das sind sie sich auch nicht einig. Deutschland. Das ist ja das Geile, wenn du mal Reichsbürger im Detail anschaust, also der Verfassungsschutz fasst die immer so zusammen, Selbstverwalter und Reichsbürger, das so heißen die immer. Das ist dann so, da kann man sagen, okay, das sind 22.000 irgendwas im Land oder sowas, Tendenz steigend und dann hast du eine Zahl und man kann es irgendwie festmachen. Aber wenn du dir Reichsbürger mal anschaust, die sind sich ja untereinander nicht einig und teilweise spinnefeind, weil sie nicht wissen, welche Gesetze von wann gelten, Deutsches Reich, Weimarer Republik, was weiß ich. Also manche sagen, ja, also nach der Weimarer Republik ist es in Gleis. Manche sagen, ja, eigentlich schon Kaiserreich, also vor dem Ersten Weltkrieg. Andere gehen noch weiter zurück, dass sie sagen, naja, so eigentlich gibt es ja gar keinen deutschen Staat, sondern gibt ja noch das Königreich Bayern und Königreich Preußen und sowas. Also unter sich sind auch die Reichsbürger total nicht einig, in welcher Epoche unserer Weltgeschichte sie eigentlich so leben wollen. Und das Geilste ist, tatsächlich während Corona, ja, gab es denn viele Reichsbürger eben auch aus der die Querdenker im Kern, die Gründer sind ja auch Reichsbürger. Ich meine, also der Michael Ballweg hat ja davon gesprochen, dass sie eine neue Verfassung schreiben werden. Er hat ja auch ein Konto bei der Reichsbürger Bank. Also das ist doch der Peter Fitzek, oder? Peter Fitzek, ja, genau. Beim genau, und König. Genau, und der Michael Ballweg hat dann aber auch so einen ganz schrägen Pressesprecher von Querdenken gehabt. Den ja. Stefan Bergmann. Ja, ja. Der Schamane. Ja, ja, genau. So und der war auch ein Reichsbürger. Genau, so ein ISO-Schamane ist das. Ja, die haben dann auch diesen Thorsten Schulte, diesen Silberjungen zum Beispiel. Ja, aber die haben sich ja voll untereinander zerstritten dann irgendwann mal. Also die haben ja sich dann auch gegenseitig so richtig... Das stimmt. und der Nährling, der Volkslehrer, der war ja auch Christian kurz... Nährling, ja. Der war ja auch in diesem Mikrokosmos, weil er irgendwie befreundet war mit dem Stefan Bergmann. Und genau. Der Nährling ist ja auch ein das ist einfach ein krasser Fascho. Aber der war auch mit Bergmann, also was ich meine mit Fascho, Nikolai Nährling ist ein vorbestrafter Holocaust-Leugner, aber er ist auch ein Reichsbürger. Ja, richtig. Also, und da kommen wir auch wieder zusammen, diese Szene ist sehr gut vernetzt miteinander und kennt sich auch sehr gut. Ja. Aber ich glaube, wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Ich habe nämlich noch ein Thema rausgesucht, was deutlich lustiger ist, als über Reichsbürger zu reden. Aber du hast es schon erwähnt, Trump. Donald Trump. 2017 hat der nämlich unter anderem auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass seine Unterstützer bei einem Recht für Frauenrechte in Memphis so ein bisschen für Unruhe gesorgt haben und quasi so eine Gegendemo gemacht haben gegen diese Women's Right March Bewegung, die da stattgefunden hat. Und es gab dann einen Mann, der hieß Peter McIndoe
Und dieser Mann hat ein Schild bemalt, um quasi den Trump-Supportern etwas entgegenzuhalten und hat auf dieses Schild draufgeschrieben, Birds aren't real. Vögel gibt es nicht wirklich. Und ist damit quasi demonstrieren gegangen und wollte denen so ein bisschen was entgegenhalten und wollte das einfach so ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Und daraus ist eine satirische Verschwörungstheorie geworden, die sich bis heute hält, die sich bis heute im Internet auch großer Beliebtheit erfreut. Und diese Theorie sagt nichts anderes, als dass Vögel nicht echt sind, sondern eigentlich Überwachungsdrohnen des Staates und der Regierungen sind, um uns alle auszuspähen. Und diese Bewegung ist inzwischen seit so erfolgreich, dass Peter McIndo hauptberuflich für diese Gruppe arbeitet, mit dieser Gruppe arbeitet, indem sie Merch und so Sachen verkaufen. Also der lebt inzwischen davon, dass er sieht, dass Vögel nicht echt sind. Gibt's aber, gibt's dann irgendwo auch Leute, die, ich habe das, glaube ich, mal mitgekriegt und ich habe dann irgendwo auch auf Facebook tatsächlich dann auch Leute, die gesagt haben, es klingt irgendwie total logisch, aber ist das eine Satire oder nicht? Es ist eine Satire, ja, genau. Aber es aber da waren viele Leute, die das nicht gecheckt haben. Ja, genau. Also da gibt es auch eine Geschichte. 2021 wurde Twitter bestreikt. Damals noch Twitter, bevor Musk es quasi komplett zu X umbenannt hat, wurde 2021 Twitter bestreikt, weil die hatten damals ja den blauen Vogel als Logo. Leute wollten, dass sie quasi das Logo ändern, weil das nämlich ja quasi der Hinweis wäre auf, dass Vögel nicht echt sind. Ich hatte tatsächlich eine Freundin und ich, die macht Beats, kann man auch unter Niki Schinken übrigens auf Instagram. Ein guter Name, Niki Schinken. Ja, ja, die macht auch coole Beats und wir haben uns da mal eine Verschwörungstheorie überlegt nach dem Muster. Und die Verschwörungstheorie wäre gewesen, wer profitiert denn von dem Klimawandel? Und dann haben wir gesagt, Quallen. Und deswegen sind nicht die bösen Juden, sondern das sind die Quallen, die sich in den Hüten von Rabbinern versteckt haben. Und die wollen dann eben die Welt kontrollieren. So ein bisschen Ratatouille, nur anders. Genau, aber es ist, und es ist halt einfach... Ja, die Vorstellung ist gut. Kann mal jemand aus der Community bitte das zeichnen? Und es ist halt einfach so, es ist so abstrus, weil ich kenne Leute, die normale Verschwörungstheorien glauben, also die noch irgendwie nachvollziehbar sind, und dann kenne ich aber auch einen Musiker von früher, der mir ernsthaft von Echsenmenschen erzählt hat. Die in der Hohlerde leben? Ja, aber das war noch lange vor, das war wirklich so vor 15 Jahren oder sowas, wo das noch nicht so Facebook so groß gemacht hat. Und da gab es so wirklich so, ja, ich hatte auch mal ein Techno-Konzert und da waren so Goa-Leute und Goa-Leute sind immer Goa so lustige Leute. Goa ist hart, ja. Und dann war so einer, da habe ich halt für 2 Stunden auf Drum and Bass Beats gerappt, so gefreestylt. Und dann bin ich halt schlafen gegangen, weil das war so ein Club, der auch gerade noch eine Bauernscheune war. Und ich bin so um 4 ins Bett, dann stehe ich irgendwie um 11 auf und dann machen die gerade das Licht an, weil die gerade voll am Raven waren. Und einer war halt voll drauf und er hat mir dann erzählt von den Echsenmenschen und ich so, was ist denn dein harter Beweis? Und dann hat er gesagt, ja klar, guck dir mal George Bush Jr. an, der sieht eigentlich fast aus wie ein Affe und da sieht man, dass die Echsenmenschen versucht haben, einen Mensch zu imitieren, aber sie haben es nicht. Ich meine, mit Mark Zuckerberg hat es auch nicht so gut geklappt, ne? Aber das ist, da muss ich dran denken mit dieser, was du mir erzählst mit den Vögeln, dieses, er hat zwar einen Witz draus gemacht, aber es gibt auch in diesen Kreisen, wie gesagt, ganz viele Lager, manche glauben recht glaubhafte Sachen, weil das Reichsbürger-Ding kann man verstehen, wie man das glaubt, wenn man sagt, wir haben hier noch Armeebasen und dann nimmt man diesen einen Artikel 146a. Das kann ich noch irgendwo nachvollziehen, dass das irgendwie griffig klingt. Aber dann gibt es dann die Leute, die dann an Echsenmenschen glauben. Und ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt. Ich glaube, es geht nur darum, wie gut die Geschichte ist. Glaubst du? Ja. Also sicherlich nicht für alle und sicherlich nicht allgemein sprechen, aber ich glaube schon, dass für viele eine Rolle spielt, wie gut die Geschichte ist. Ja, wie gesagt, es gibt ja einfach Sachen, die
auf den ersten Blick irgendwie wahnsinnig griffig klingen. Und dann, wenn man drauf guckt, dann ist es zerfällt es ganz schnell. Ich weiß noch von ein paar, das war während Corona, habe ich ganz viel auf Facebook mich da auch mit Leuten angelegt, einfach nicht um zu sagen, ich habe auch nie gesagt, alle müssen sich impfen oder sowas. Darum ging es mir nie. Es ging mir immer darum, da waren Leute, die einfach abstruse Sachen behauptet haben, so, die einfach für die sie keine Beweise haben. Und dann war das so eine Einstiegsdroge, wie so am Anfang kifft man halt einmal die Woche eine Bon und dann reicht es nicht mehr, dann braucht man zwei Bonladungen am Tag und dann wurden die Theorien immer Ich glaube, das wilder ist ein und harter Vergleich, aber ich glaube, das stimmt. ja, und da war halt ein Fall, das weiß ich noch genau, zum Beispiel, dass was griffig klingt und wenn man dann aber kurz den Kontext anguckt, sieht man, dass das viel komplexer das Thema ist. Da habe ich mich mit irgendeinem AfDler gestritten oder sowas. Und er meinte, dass die AfD, die ist ja gar nicht antisemitisch. Und da habe ich gesagt, doch, die AfD verbreitet antisemitische Verschwörungstheorien. Und dann hat er gesagt, nenn mir eine. Und dann habe ich gesagt, den großen Austausch. Und beim großen Austausch wird dir gesagt, jetzt kommen ganz viele Migranten und die kommen dann her und dann haben die Kinder und so und dann verdrängen sie den biologischen Deutschen. Es gibt keinen biologischen Deutschen, es gibt keinen biologischen Franzosen. Wir haben, wenn dann, Phänotypen. Das heißt, Phänotyp kann eine dunklere Hautfarbe sein, eine hellere Hautfarbe, rote Haare, grüne Augen, whatever. Und dann klang das für den so, ja klar, wir haben doch ends viele Ausländer, also muss es gesteuert werden. Und das kommt ja auch noch aus der Nazi-Zeit, diese Idee, dass die Juden das so steuern, dass quasi der Deutsche ausstirbt. Und der Klein, einer meinte, das ist keine Verschwörungstheorie, hier gibt es viele Migranten. Und dann habe ich gesagt, ja, es gibt viele Migranten, weil unser kapitalistisches System so aufgebaut ist auf Wachstum. Und du kannst nur Wachstum erzeugen, wenn du dauernd neue Arbeiter hast. Und um das zu unterstützen, müsste entweder jede Familie 15 Kinder kriegen oder du holst halt Einwanderer rein. Und das ist dann, klingt griffig, ja, da wird was gesteuert, aber die Realität ist, für Wachstum brauchst du einfach neue Arbeitskräfte. Ich meine, Zuwanderung wird ja zum gewissen Teil auch gesteuert, dumm gesagt, weil gibt ja Werbekampagnen auch im europäischen Ausland zum Beispiel, wo Deutschland Genau. ganz aktiv zum Beispiel auch wirbt dafür, kommt nach Deutschland, arbeitet in Deutschland. Also das habe ich jetzt selber im Urlaub auch schon gesehen, dass Genau, aber das ist wirbt ja dann der nicht eine deutsche böse Staat dafür. Verschwörung von Juden. Ja, ich meine, das ist. Also, da fehlt es mir so ein bisschen am Verständnis, weil ich meine, jeder, der mal in ein Krankenhaus reingelaufen ist, weiß, Ja. dass das andere Gründe hat. Ja, eben. Und Aber. das genau gerade beim Thema Pflege, wenn ich dann so Leute auf Sylt singen höre, Ausländer draußen so, ja, dann machen wir das, dann stirbt deine Oma oder deine Mutter beim nächsten Herzinfarkt. So, ganz einfach. Genau, aber das Tut's ist nur leider auch zum so Thema, leider, aber. was du meintest eben mit dem, jetzt mit der Verschwörungstheorie, mit den Vögeln sind nicht echt. Aber ich glaube, du hast recht, das ist halt einfach, wie gut klingt die Geschichte? Ich meine, da vielleicht bringe ich hier gleich noch meine letzte, die ich habe. Ich meine, du kannst dir denken, welche ich mir noch ausgesucht habe, die damit zusammenhängt, weil es gerade so gut passt. Ich habe mir natürlich noch die Bielefeld-Verschwörung rausgesucht, weil ich mir gedacht habe, will das einfach mal heute ein paar lockerere Themen haben. Also die Bielefeld-Verschwörung, ich meine, die stammt aus dem Usenet sogar, ne? 1994, deutschsprachiges Usenet. Und das ist so ein Dauerwitz in Deutschland, dass es die Stadt Bielefeld nicht wirklich gibt. Und es stammt eigentlich von Studenten, die Ursprungsgeschichte ist irgendwie eben auch, dass bei irgendeiner Studentenparty jemand aus Bielefeld kam und jemand anderes gesagt hat, ich kenne keinen aus Bielefeld, ich glaube nicht, dass es die Stadt gibt. Und keiner anderer war jemals in Bielefeld, der da im Raum war, und dann ist das irgendwie geboren in der Welt gewesen. Und durch das junge Internet hat sich das eben verbreitet, dass es die Stadt Bielefeld nicht gibt. Und das war in dieser Zeit, als sich das verbreitet hat, weil lustigerweise wirklich die Autobahnausfahrten zur Stadt Bielefeld durch Baustellen gesperrt waren. Okay. Du konntest auch nicht von der Autobahn nach Bielefeld reinfahren. Und das war dann so dieser Gag. Und das ist eigentlich eine der bekanntesten Verschwörungstheorien im deutschsprachigen Raum, dass es die Stadt Bielefeld nicht gibt. Es gibt verschiedene Urheber oder Drahtzieher in dieser Verschwörung. Laut Verschwörungstheorie ist es der CIA, Mossad oder Außerirdische.
Da ist man sich nicht so ganz einig. Was ich auch lustig fand, ich habe auch gelesen, dass zum Beispiel die Stadt Bielefeld quasi nur eine Attrappe ist und dass die Leute da quasi nur Schauspieler sind, weil sie eigentlich den geheimen Zugang zu Atlantis und oder Hohlerde quasi verstecken. Also es ist quasi, du klappst quasi Bielefeld auf und dann ist ein großes Tor. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr, also wie gesagt, das ist so eine, auch so eine Verschwörung, aber es gibt inzwischen halt viele Menschen, die daran glauben, wirklich, dass es Bielefeld nicht gibt. Ich habe mal auch mal ein Video gemacht über einen YouTuber, der immer erzählt, dass es Australien nicht gibt. Das wollte ich gerade sagen, aber weißt du was? Ob Bielefeld wirklich der Eingang in die Hohlerde ist, das könnte uns nur der Herr Stoll sagen und der ist ja nicht hier. Ja, vielleicht ist es 2014 dahin abgestiegen, wer weiß. Aber, ich kenne noch Eggenfelden. Eggenfelden, da war ich sogar schon. Daniel Kübelböck ja von da kam und da war dann auch die Verschwörungstheorie, dass Eggenfelden nicht existiert. Ah, das kann ich widersprechen, da kam mein erster Hund her aus Eggenfelden. Das denkst du. Vielleicht bin ich auch ein Teil davon. Wer sagt, dass ich nicht mit an Bord bin? Wer bezahlt dich? Das höre ich so oft. Wer bezahlt dich? Das habe ich auch ein paar Mal, wenn ich was kommentiert habe, wurde gesagt, auch mir vorgeworfen, dass ich bezahlt werde. Ich warte noch auf die Überweisung. Ja, das Demogeld ist auch ganz schön eingeschlafen. Ja, ist ja auch das. Irgendwer hat nicht Olli oder so behauptet, dass die ganzen Demonstranten bezahlt wurden bei den Demos gegen rechts. Ja, ja, Hamburg vor allem, ja. Ja, ich habe kein Geld gekriegt. Tja, vielleicht ist das einfach nur eine Post hängen, wie du weißt, der Deutsche Post ist auch nicht so zuverlässig. vielleicht um das abzuschließen und dir noch das Feld zu überlassen. Also das waren jetzt meine drei Verschwörungstheorien. Also Axel Stoll, der so der Urvater war, der sehr, sehr lustige. Eigentlich, also heute, wenn er heute Axel Stoll anfangen würde, dann würde ihn keiner mehr als diesen lustigen, gestörten Opa im Internet wahrnehmen, sondern als wirklich brandgefährlichen Hassprediger, Neonazi-Reichsbürger. Aber er hatte das Glück, dass er vor dieser ganzen Geschichte gestorben ist. Also ist er so ein bisschen in die Popkultur eingegangen. Aber er war halt so ein bisschen so der Erste, der es gemacht hat im deutschen Internet und auch sehr viel Zeug verbreitet hat. Ich kann euch nur empfehlen, wenn euch das interessiert, es gibt sehr, sehr interessante Interviews dazu und auch sehr interessante Abhandlungen. Es gibt auch einen Podcast dazu, wo der psychoanalysiert wird. Das ist sehr, sehr spannend. Also das ist alles aus dem Urzeit im Internet. Ich habe mir ein bisschen was davon angehört und angeschaut und habe den eben in jungen Jahren schon verfolgt und so ein bisschen meine Witze drüber gemacht. Ja, und dann eben Birds Aren't Real, diese ganze Geschichte, einfach aus Reaktion auf Trump-Supporter, wo inzwischen seit auch ganz viele Leute glauben, dass Vögel nicht echt sind, die Satire dahinter nicht verstehen. Krass. Und das Gleiche eben Stadt Bielefeld, wo man sagt, okay, jeder Mensch, der nicht glaubt, dass es Bielefeld gibt, könnte theoretisch in seinem Leben ja mal nach Bielefeld reisen. Und trotzdem gibt es ganz viele Leute auch in Deutschland, die glauben, dass es Bielefeld nicht wirklich gibt. Oder dass es nur Statisten sind oder was weiß ich. Und das ist so, es zeigt eigentlich wie... Also es ist so die lustige Seite, aber auch gleichzeitig die sehr, sehr gestörte und traurige Seite von Verschwörungstheorien. Das weißt du, so Low-Key-Verschwörungstheorien sind, wo jeder sagt, naja, okay, da bin ich mir nicht sicher, ob der das jetzt sagt, weil er das lustig findet oder weil er ein Idiot ist. So, und da hast du ja, das ist ja auch die Gefahr von, man muss es ja auch so betrachten, Verschwörungstheorien sind ja so gemacht, dass du eine emotionale Reaktion hast und während auch einige lustig sind, wie Bielefeld, haben viele ja wirklich wahnsinnig gefährliche Auswirkungen, wie zum Beispiel, wenn Deutschland kein echtes Land ist, zum Beispiel. Und jetzt komme ich noch zu einer, die ich mir auch rausgesucht habe. Ist tatsächlich auch ein sehr aktuelles Thema. Jetzt ist ja Pride Month oder Stolz-Monat. Wie manche Rechte sagen würden, der Stolzmonat. Ja. Und auf jeden Fall gibt es ja eine aktuelle Verschwörungstheorie. Ich bin auch über so ein Video gestolpert, das Elon Musk ja tatsächlich verbreitet hat auf X, ehemalig Twitter. Yes. Und das Video, das ist so eine Doku, aber es ist einfach harte Hasspropaganda ohne irgendwelche wirklichen Quellen. Und hast du es dir angeschaut? Ich habe nur den Trailer gesehen und dachte mir so, holy shit. Ich habe mir so die ersten 5 bis 10 Minuten und das hat nur so getrieft von einfach nur harten Quatsch, also kein echter Journalismus. Ja, und die Doku heißt War on Children. Ja, genau. Mhm. Ja. Und was die machen ist, das ist eine Verschwörungstheorie, die gibt's schon recht lange.
eigentlich über 100 Jahre, auch von den Nazis genutzt. Seit 2016 nennt man diese Verschwörungstheorie auch Globo Homo, ganz schlimmer Name. Und in War on Children wird quasi das für die Leute, die es nicht wissen, Wolfi und ich kennen uns, weil wir einen Beitrag für Wolfis YouTube-Kanal gemacht haben mit dem Ketzer der Neuzeit, der eben auch Reichsbürger ist. Ja. Und da war ich auf einer Drag-Lesung, habe mich von dem interviewen lassen. Und du warst kein Drag, sondern du warst als Publikum. Genau, das war eine Drag-Lesung mit Drag-Kings und Drag-Queens. Und er hat quasi die Verbindung hergestellt zwischen... Es gibt Drag-Kings. Drag Kings sind quasi Frauen, die als Männer performen. Wieder was gelernt. Okay. Ja, ich habe nämlich letztes Mal, habe ich immer nur von Drag Queens geredet und dann hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, das ist nur halb korrekt, Drag Queens und Kings. Wusste ich auch nicht, okay. Ja, ich habe da gar nicht drauf geachtet, das ist eigentlich auch nicht korrekt, deswegen wollte ich das nochmal korrigieren. Ja, gut. Und der Ketzer hat quasi eine Verbindung hergestellt zwischen Drag Kings und Queens, also einfach die Performance zu Transpersonen, was ein komplett anderes Thema ist. Ja, bei Drag ist es ja, darum, Travestie ist ja eine Kunstform. Genau, ist eine Kunstform, die gibt es aus dem Theater seit tausenden von Jahren in der Antike. Ja. Und bei Trans ist einfach, um es ganz simpel zu erklären, im falschen Körper geboren, was das Geschlecht angeht. Und dann Pädophilie. Und das macht dieser War on Children Film auch. Die haben da Drag Queens gehabt, die interviewt worden sind und haben die auch in eine Falle gelotst und das auch ganz prätentiös und falsch umgeschnitten. Und das ist diese Verschwörungstheorie, die Globo Homo heißt. Und die geht zurück auf die Weimarer Republik. Also das war quasi unsere erste kurze Demokratie in Deutschland von 1918 bis 1933. Wir haben es versucht. Wir haben es versucht. Ja, ja. Die Bayern haben tatsächlich als erstes das Wahlrecht für Frauen 1919 eingeführt. Bestimmt. Fun Fact. Bestimmt. Don't tell Söder. Und der sieht, dass es Fehler macht, rückgängig, ich sag's dir. Wobei, ja, wir haben das ja, auf Kamera zählt, das ist ein ganz kurzer Schwenk. Es gibt unfassbar viele Frauen, die wirklich den Söder als Sexsymbol sehen. Ich kenne selber Frauen, die das tun und das belastet mich seelisch. Wirklich, ganz Scheiß. Ich finde ihn ganz cringy und auf jeden Fall. Gut, dass du jetzt nicht sagst, sexy. Doch, ich finde ihn sexy. Ich finde den schon geil, so ein Söder-Poster so an der Betze. Ey, ich habe mir manchmal Sachen bei seinem Insta angeguckt, das hat schon echt wehgetan. Ich will Schmerzensgeld. Aber diese Verschwörungstheorie von Globo Homo, die besagt quasi, dass so Sachen wie Drag-Lesungen gemacht werden, um die Kinder quasi zu primen, damit sie dann von Pädophilen quasi sexuell ausgenutzt werden. Also quasi dabei, so das, dumm gesagt, das Feld bestellen, dass sie dann höriger sind oder zugänglicher sind? Oder was ist da die Idee dahinter? Genau, dass sie quasi, dass denen quasi den Kindern vorgegaukelt wird, dass Pädophilie echt ist. Obwohl, wie gesagt, Drag hat nichts mit Pädophilie zu tun. Mhm. Aber das ist diese. Die, dass sie quasi dann einfacher sexuell missbraucht werden können, weil denen das so im Kindergarten dann vorgegaukelt wird. Das ist ja die Aussage von dieser Verschwörung. Weil man es dann normalisiert und was weiß ich und dann. Genau. Okay. Dabei geht es bei diesen Drag-Lesungen um ein ganz anderes Thema. Das ist tatsächlich auch ein Konzept, das von Pädagogen in den USA ausgearbeitet wurde, dass es erstmal ja eine freiwillige Geschichte ist, dass die Eltern dann entscheiden können, ob sie die Kinder in die Bibliothek bringen und dann lesen halt Drag Queens es vor. Und die Idee ist halt einfach, dass wenn die einfach nur eine Drag Queen sehen, da geht es nicht um irgendwas Sexuelles, sondern dass es halt was Normales ist. Was aus meinem Leben, ich war auf einer Integrationsschule mit Behinderten und Nichtbehinderten oder Menschen mit Behinderungen, um es korrekt auszudrücken. Mhm. Und ich hatte Leute, die hatten geistige Einschränkungen oder körperliche Einschränkungen, aber weil ich halt das in der Grundschule hatte, war das einfach nie ein Thema für mich. Und man weiß einfach, wenn Kinder einfach früh das sehen, natürlich kindgerecht verpackt, dann ist es nicht mehr so was
was Negatives. Das ist die Idee dahinter. Ich meine, das ist ja, Kinder sind ja generell nicht so. Also ich sehe es ja bei meinen Kids. Die sind jetzt nicht so drauf, dass sie sagen, ach ja, das ist das türkische Kind und das ist irgendwie das ghanaische Kind oder was auch immer, sondern das sind halt einfach Freunde und die sagen, das ist halt der und der und das ist die und die. Und manchmal ist man als Elternteil dann so, dass man sagt, das ist doch hier der, und dann musst du so kurz überlegen und sagen, nein. Stopp. Ja, genau. So, weil die Kinder gar nicht so denken. Und das ist eigentlich viel schöner eigentlich, weil du erst als Erwachsener irgendwann mal diesen widerlichen, vorurteilbehafteten Alltagsrassismus irgendwo lernst. Genau. Und das ist genau, worum es bei diesen Sachen geht. Und diese Homo-Globo-Verschwörungstheorie, die gibt es halt seit der Weimarer Republik, weil es gab einen Psychologen aus Berlin, der quasi Sexualforschung betrieben hat. Der hieß Magnus Hirschfeld. Mhm. Und der hat quasi ab 1871 war ja Homosexualität, den Namen gab es noch nicht, aber quasi Homosexualität war ja eine Straftat ab 1871 bis 1994 unterm Paragraph 175 im Strafgesetzbuch. Ja. Und Hirschfeld hat aber eben quasi die erste LGBTQ Verband gegründet in Berlin. 1898, glaube ich, war das. Und in dem frühen 20. Jahrhundert war Homosexualität eine Straftat, aber da gab es auch noch quasi, wenn du als Mann Frauenkleider getragen hast, dann war das mehr wie eine Erregung öffentlichen Ärgernisses, aber da gab es auch eine Gefängnisstrafe von ein paar Wochen, während wenn du wirklich zwei Männer Sex hatten, dann gab es wirklich 5 Jahre Knast. Das war und, also quasi der einfache Ausweg zur Provokation dann. Genau. Und aber wenn jetzt ein Mann Frauenkleider getragen hat, dann kam der für ein paar Wochen in den Knast, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und Magnus Hirschfeld hat dann festgestellt, der hat quasi Transsexualität tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen. Und damals gab es den Terminus aber Transsexualität noch nicht. Damals war das tatsächlich Transvestiten. Also heute ist Transvestit nicht ein Wort, das man benutzt, zum Glück nicht, aber das war einfach der wissenschaftliche Terminus. Und Magnus Hirschfeld in Berlin hat dann den Transvestitenschein entwickelt. Mhm. Das ist einfach nichts anderes als ein Rezept. Das heißt, zu ihm kamen dann Transfrauen und damit die nicht verhaftet werden, hat er dann quasi als Rezept geschrieben, dass es wichtig ist für ihre für ihre psychische Gesundheit, dass sie Frauenkleider tragen. So. Quasi und das hat dann geholfen. Mhm. So, und dann, aber was dann passiert ist, nachdem Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hat, war das dann so, dass man die Weimarer Republik hatte und die war nicht nur eine Demokratie im Vergleich zu vorher, sondern die Gesellschaft war viel, viel wie nennt man das? Viel progressiver. Viel progressiver. Mhm. Mhm. In Filmen zum Beispiel, da gab es auch positive queere Rollen im Kino und so. Und dann kamen die Nationalisten, auch nicht mal die Nazi-Partei, sondern einfach krasse Nationalisten zu der Zeit. Und die haben den Terminus geprägt, kultureller Bolschewismus, heute heißt es kultureller Marxismus. Ja. Und es ist eine Verschwörungstheorie, dass Deutschland progressiv ist, weil die Juden das halt kontrollieren. Ja, das und ist da halt auch in den USA, ne? Dieses, die Juden kontrollieren Hollywood. Das ist ja auch genau, genau. Ja. Gleicher Unfug. Und was dann passiert ist, ist, was es einfach ist, Gesellschaften, da gibt es Jahrzehnte, die halt progressiver sind und dann gibt es Jahrzehnte kulturell in Filmen und Musik, wo es halt sehr konservativ ist. Sieht man, in den 70ern waren die Helden bis so oft gebrochene Leute wegen dem Vietnamkrieg und so. Mhm. Und in den 80ern waren auf einmal das so eingeölte Muskelprotze und alle Helden waren früher mal im Vietnamkrieg. Schwarzenegger und Rocky und genau. Sloan, ja. Genau, und kultureller Bolschewismus, es gab auch einen anderen Namen, sexueller Bolschewismus, weil sie dann gesagt haben, dass die positive Darstellung von Homosexuellen in Filmen dazu dient,
um quasi neue Homosexuelle zu rekrutieren. Und dann wurde auch eben zu der Zeit beim sexuellen Bolschewismus halt gesagt, dass sie auch vorbereitet werden, von Pädophilen ausgenutzt zu werden. So. Und das war in Deutschland. Und jetzt ist es kultureller Marxismus. Und in den USA gab es dann noch eine Verschwörungstheorie. Es gab ja den McCarthyism. Und das war ein Senator aus den USA, McCarthy, und der hat gesagt, dass Amerika von Kommunisten unterwandert ist. Ja, genau, ich habe gerade überlegt, woher ich den Namen kenne, aber von dem stammen doch diese McCarthy-Gesetze, wo dann die Jagd auf Kommunisten im Endeffekt durchgeführt wurde. Genau, das war dann, da gab es ein eigenes Ministerium, das war das House of Un-American Activities. Mhm. Und dann wurde halt, weil Karl Marx und Engels waren ja Juden, und dann wurde damals schon gesagt, dass wenn du ein Kommunist bist, der Kommunismus ist von den Juden erfunden worden, um die Welt zu zerstören. So. Hm. Und dann McCarthy hat halt erstmal dann lauter Hollywood-Leute im Endeffekt bestraft und dafür gesorgt, dass sie nie wieder in Hollywood arbeiten dürfen. Und das war in den 40ern, und in den 50ern gab es eine Reaktion darauf, und das war der Lavender Scare, also der Lavender, Lavendel. Die Lavenderangst. Und das war, dass die Schwulen halt auch mitmischen in der Regierung. Und dann hat Eisenhower, also der Präsident in den Mitte der 50er, der hat dann dafür gesorgt, dass Homosexuelle nicht mehr in der Armee sein dürfen. Die haben ihren Job verloren. Und bis 1975 durften Homosexuelle nicht als Beamte arbeiten in Amerika, und bis 1995 durften Homosexuelle nicht im Geheimdienst arbeiten, weil ihnen vorgeworfen wurde, dass sie dadurch manipulierbar sind. Das ist eigentlich schon krass, oder, wenn du das überlegst. Also ja, ja, und da siehst du die Angst vor Kommunismus. Menschen einfach nur wegen ihrer Sexualität. Genau, und deswegen ist dieses Homosexuelle benutzen ihre Darstellung in den Medien, um Kinder zu opfern für Pädophile, und das hat auch irgendwas mit Kommunismus zu tun und mit den Juden. Und hat jetzt nichts mit dieser Adrenochrom-Geschichte zu tun, das ist wieder was anderes. Das ist wieder was anderes. Okay. Ich wollte nur fragen, weil das klingt irgendwie sehr, als hätte das eine Andockstelle. Ja, da kann ich dir gleich tatsächlich was erzählen, aber und in der Anekdote zu diesem Thema Homosexuelle, die ausgeschlossen werden, ein Familienmitglied aus meiner amerikanischen Verwandtschaft in den USA ist jetzt offen homosexuell und hat auch einen tollen Partner, aber diese Person war in den 70ern in der Marine auf einem Flugzeugträger, und der Flugzeugträger heißt tatsächlich die Enterprise. Auf dem berühmten Enterprise. Genau, und dieser Flugzeugträger kam dann in welchem Star Trek-Film vor? Drei? Vier? Nein, vier. Vier ist es, wo sie in der Zeit zurückreisen. Genau, die reisen zurück in die Zeit, um den Wal zu retten. Drei ist Mr. Spock, und vier ist dann... Genau. Ja, okay. Also das ist der beste von den klassischen Filmen übrigens. Genau, ist einer meiner Lieblings-Star Trek-Filme. Sehr gut. Und diese Person aus meiner Verwandtschaft, die war da eben in der Marine, und damals haben sie tatsächlich Fallen gestellt, dass sie heterosexuelle Leute an Bord hatten, und die haben versucht, homosexuelle Mitglieder quasi zu verführen, um dann rauszufinden, wer homosexuell ist, damit die gefeuert werden können. Und das klingt jetzt so lustig, aber das musst du dir mal überlegen. Das ist schon hardcore, ja. Und erst unter Obama wurde dann eingeführt, dass du nicht gefeuert werden kannst in der Armee, wenn du homosexuell bist. Verrückt. Und zu der Adrenochrom-Geschichte. Die Adrenochrom-Geschichte, weißt du, wo die angefangen hat, ultimativ? Du meinst immer im Land oder mit was? Historisch und in welchem Land? Also ich würde jetzt einfach mal sagen, in den USA. Ja. Das ist so der Safe Bet, ne?
Ja, nee, das stimmt, aber es fängt noch früher an. Es fängt quasi an, Juden wurden ja seit 2000 Jahren verfolgt, was damit zu tun hat, dass es vor 2000 Jahren nur eine Handvoll Kulturen gab, die lesen und schreiben konnten. Ja. Das waren die Ägypter, die Römer und die Mesopotamier quasi oder die Babylonier und die Hebräer. Und bei den Hebräern war es anders als bei den Römern, weil die Römer, da konnten nur die Eliten lesen und schreiben und bei den Hebräern hat jeder gelernt, lesen und schreiben. Und die gab es dann auch in Rom, als das Christentum quasi Staatsreligion wurde. Und die Juden, manche sind Christen geworden, manche nicht. Und die wurden immer mit Misstrauen betrachtet, weil sie halt deine Nachbarn sind aus einer anderen Kultur, die lesen und schreiben können, während du das nicht kannst. Also quasi dieses, die sprechen wahrscheinlich in der Sprache oder planen, mich umzubringen. Das ist so ein Und bisschen wie deswegen wurden. Telegram und nicht Telegram heute. Ja, genau. Ob du Telegram auf dem Und Handy hast oder nicht, das scheint. Ist ein wilder Vergleich, aber meine Frau erzählt immer von irgendwelchen Leuten, mit denen sie arbeitet und sowas, die auch irgendeinen Scheiß erzählt, dann sage ich immer so: Haben die Telegram auf dem Handy oder nicht? Das ist also dieses, da kannst du genau erkennen, wer was ist. Ja, das stimmt. Und was es dann war halt, dann haben sie natürlich früher auch das so geframed, dass die Juden die Mörder Jesu waren, so. Und das ist dann verschwunden, dieses Juden sind die Mörder Christi. Und das kam dann wieder auf um 1095 nach Christus, als die warte, genau, als die Kreuzzüge Ich wollte sagen, angefangen das war doch der haben. erste Kreuzzug. Genau, das war Papst Urban, aber ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite war. Naja, Der und irgendwie, das. war die Geschichte doch irgendwie, das hat es nicht in Frankreich seinen Ursprung genommen, dieser erste Kreuzzug mit irgendeinem. Das weiß ich tatsächlich nicht Oh, mehr. da Das hänge ich war. mir jetzt auch weit aus dem Fenster, aber ich glaube schon. Naja, ich glaube, wir sagen da lieber nichts und kommen nächstes Mal Da mit besten Fakten. kommen da Aber. irgendwie die Geschichtsprofessoren und sagen: Nein, 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 nein. Ja, deswegen sagen wir lieber nichts und dann In sind wir irgendeinem auch. europäischen Land hat das seinen Ursprung genommen. Ja, genau. Und deswegen ist auch, das ist der Unterschied bei, was ich oft sehe bei Verschwörungstheoretikern und Nicht-Verschwörungstheoretikern, dass ein Verschwörungstheoretiker immer dann so tut, als ob er von allem eine Ahnung hat. Und man halt, jetzt wissen wir gerade nicht, wo es ist, und deswegen sagen wir, nächstes Mal wissen wir Und wir es. sind auch noch so faul, Aber. weil wir es theoretisch googeln könnten und es nicht tun. Aber um auf diesen Kreuzzug zurückzukommen, da fing es dann wieder an, dass sie diese Geschichte von die Juden sind die Mörder Jesu. Und deswegen haben die dann, warum haben sie dann das gemacht? Weil die ja in Nahen Osten gegangen sind und die Juden waren ja quasi die Kultur, die aus dem Nahen Osten kommt. Und deswegen auch aus den Kreuzzügen durften dann Juden nicht in Zünften arbeiten. Damals Zünfte waren wie heutige Gewerkschaften. Wenn du in einem Handwerk arbeiten wolltest, Medizin war auch ein Handwerk übrigens, musstest du in eine Zunft und Juden war es verboten, in Zünfte Genau, und deswegen einzutreten. wurden sie, sind sie in das gegangen, was man damals als unwürdig, schmutzig oder was auch immer empfunden hat. Und das war halt so das Geldverleihen und Geldwechsel und Genau. Geschäft. Genau, das ist auch die auch ein Code für Juden ist die Genau, Finanzelite. das ist so. Die haben den einzigen Job damals gemacht, den sie machen durften. Das war halt dieses, was man damals als so Genau. diesen schmutzigen Job irgendwie gesehen hat. Das Eklige mit dem Geld. Und das hat aber dafür gesorgt, dass die natürlich dann irgendwie dann doch Geld die Welt regiert und dementsprechend dann doch halt reicher waren als andere. Und das hat halt auch sehr viel Neid und sehr viel Wut hervorgerufen. Genau. Und jetzt kommen wir zur Vorstufe zum Adrenochrom, nämlich Also, ihr seht schon, das ist heute die Zwiebel des Wahnsinns, oder Dan? ja. Und nämlich, jetzt kommen wir zurück. Also 1144 in England wurde ein Junge ermordet. Man weiß nicht, wer ihn ermordet hat. Okay. Und es gab einen quasi einen Kleriker aus der Zeit, der hieß Thomas von Monmouth. Und der hat 1150, Das weißt du also mehrere auswendig. Jahre später, der hat behauptet, dass
die Juden den Jungen umgebracht haben und sein Blut genommen haben, um fürs Pessachfest, also quasi das Osterfest, ja, für ihr Brot, das Blut des Jungen zu nehmen, um halt Brot zu machen. Mhm. Und jetzt kommen wir zu der Krux vom großen Antisemitismus an sich, ist dieses, wie kannst du gegen Leute hetzen? Du behauptest Sachen und es geht immer um die Kinder. Das sehen wir auch bei der Globo-Homo-Geschichte. Dieses, wenn das Gefühl ist, da werden Kinder quasi bedroht, dann ist dieses klar, ich will dafür sorgen, dass die Kinder nichts passiert. Das triggert ja so ein Schutzinstinkt in einem irgendwie so. Natürlich, auch, das ist ja auch gut so. Und das ist dann quasi, was passiert ist, die Juden, die opfern Kinder für ihre geheimen Rituale. Und das ist dann quasi die Basis davon und hat auch noch mit einem modernen Narrativ zu tun. Das ist alles, was ich übrigens auf meiner Dritten Reich-Tour auch erkläre, ist, wenn das Wort Satanismus benutzt wird. Satanismus war auch ein Code, antisemitisch von der katholischen Kirche, weil die Juden haben eine andere Kultur und das hat irgendwie mit Satan zu tun und die opfern Kinder. So, jetzt kommen wir in die QAnon-Verschwörung unter Trump. Trump hat ganz viel versprochen, wie er Amerika verändern will. Das hätte auch nie funktioniert, weil Trump nicht ein Diktator ist, sondern weil du ein Parlament hast. Mhm. So, jetzt kommt Trump ins Amt, aber weil du halt ein Parlament hast, haben die Leute so viel, wie er es gerne gemacht hätte, ja. Genau, und dann gibt es halt Leute im Internet, die so, warum kann Trump die Sachen nicht machen? Und dann ist diese ganze Geschichte vom Deep State und dann ist natürlich wieder, was ja auch irgendwo heißt, jüdische Eliten und den ganzen Quatsch. Und dann haben sie ja quasi hier Sumpf austrocknen und was weiß ich, ja. Genau, ja, was ja übrigens die Nazis ja auch behauptet haben. Ja, genau. Mit, und was jetzt die genau AfD auch wieder erzählt. Ja, ja. Haben die nicht neue Ideen? Solange die Evergreens laufen, warum was Neues machen? Und wie in der Musik auch, weißt du? Ja, die samplen ja auch nur immer wieder neu. Das ist echt schlimm. Und das hat jetzt mit Adrenochrom zu tun, weil Anhänger auf 4chan, man vermutet zu wissen, wer es ist aber nicht genau geklärt. Und da gab es eine Person, die sich Q genannt hat, so ein geheimer Insider, ein Geheimdienst-Insider, der mit Trump zusammenarbeitet, ja, ja, um die Eliten zu vernichten. Es geht auf diese Q-Clearance zurück, also diese angeblich besondere Geheimdiensteinstufung, was aber gar nicht so krass ist, sondern weil ich hab's schon wieder nicht mehr. Also Q-Clearance gibt es so in dieser Form gar nicht, sondern es ist irgendwas ganz wild zusammengeschwurbeltes und also erstmal gibt es diese Freigabestufe gar nicht und wenn, ist es irgendwas in Richtung Hausmeister oder irgendwie sowas, also ganz, ganz, ganz doof. Genau. Und das ist einfach der behauptet, irgendwie so ein Geheimagent zu sein, der mit Trump alles stürzt. Und dann hat dieser Q irgendwie total kryptisch irgendwelche Clues hinterlassen. Ja, genau, das ist immer so ein bisschen wie Schnitzeljagd, ne? So, das ist, also es genau war, es gibt's ja jetzt nicht mehr, das ist ja irgendwie verreckt, das Ganze zusammen, nachdem die Identität, also man weiß es nicht, aber es ist sehr sicher, dass die Identität eben geleakt wurde von diesen Menschen und seitdem sind auch diese Drops irgendwie ziemlich eingeschlafen. Aber die waren ja immer so diese total kryptisch irgendwie mit bereitet euch auf den Sturm vor, bla bla, oder irgendwelche Zahlen oder sowas. Und das ist, im Endeffekt hat es ein bisschen was von einem Horoskop. Weil ein Horoskop ist ja immer so geschrieben wie, sie sind Steinbock. Steinböcke sind sehr stur. Und dann denkst du ja, klar, jeder ist irgendwie stur. So. Wir werden gute und schlechte Tage haben. So. Yes. Übrigens, Fun Fact, damals in meiner Volontariatsausbildung, so nennt man das, wenn man zum Redakteur geschult wird bei einem Zeitungsverlag, haben wir auch mal in irgendeinem Seminar haben wir mal Horoskope geschrieben. Echt? Ja, ja. Also einfach nur, um zu zeigen, wie manipulativ Sprache eigentlich auch sein kann, dass man da halt so ein bisschen sensibilisiert eben dafür und das war wirklich, also A, war es total erschreckend zu sehen, wie einfach das eigentlich ist, also Horoskope schreiben, das kann jede KI. Und ja, wie zutreffend das doch auch immer ist, wenn du bereit bist, so ein bisschen was rein zu interpretieren in das Ganze. Genau, und so waren diese Q-Drops eben. Genau, und
Genau, und jetzt kommen wir auf das, was es mit Adrenochrom zu tun hat. Ach, das war unser Thema. Genau, genau. guck, da hilft mein ADHS, ja, so Struktur reinzubringen. Und was es dann war, ist, Q hat quasi diese alten, diese Geschichten von Juden trinken Kinderblut quasi, das nennt man auf Englisch nennt man das Blood Libel, auf Deutsch ist es, glaube ich, die Ritualmordlegende heißt es auf Deutsch. Mhm. Und dann hat dieser Q behauptet, dass die das für Adrenochrom machen. Und Adrenochrom ist quasi so ein Hormon. Ja. Mhm. Genau, das irgendwie Adrenalin drin ist oder so. Also es gibt es wirklich. Das ist, genau. Ist keine Erfindung, aber es ist natürlich. Wird so nicht gewonnen, sage ich mal ganz dumm. Genau, genau. Und woher kommt dieses? Und wie bei Reichsbürgern gibt es verschiedene Camps im QAnon-Lager, die auch sehr unterschiedliche Sachen glauben. Und manche sagen, die quälen quasi Kinder, damit das Adrenalin, dass da eben Adrenochrom gewonnen wird. Und dann manche Q-Leute glauben, dass sie halt unsterblich werden durch das Adrenochrom. Und manche sagen, dass sie halt high werden. Und das sind so die verschiedenen QAnon-Lager eben. Und woher kommt es jetzt mit dem Adrenochrom? Und das ist ganz interessant. Vielleicht kennen Leute den Film, der heißt Fear and Loathing in Las Vegas. Mit Johnny Depp. Genau, mit Johnny Depp aus den 90ern. Und der ist quasi, und das Hunter ist ein Buch. Thompson ist das Buch. Ne? Genau, Thompson. Ja. Und er nennt in seinem Buch, das aus den 70ern, sagt er, dass er quasi high geworden ist von Adrenochrom. Dafür gibt es aber so keine Beweise. Und es gibt viel einfache Arten, Adrenochrom herzustellen. Das kannst du tatsächlich im Labor. Wäre viel billiger und total viel unkomplizierter. Tja. Und so haben wir jetzt einen komplizierten Weg gesehen von 2000 Jahren Antisemitismus, aber quasi diese Ritualmordlegende. Und das haben auch Nazis geglaubt tatsächlich, dass Juden quasi Kinderblut trinken und so ein Quatsch. Und dann haben quasi die neue Rechte in den USA dieses QAnon benutzt, um quasi die Kinder werden bedroht, Leute haben Angst, Trump rettet die Kinder. Also und siehst du, das ist im Endeffekt ein starkes Narrativ. Und ja. Angst, du willst Kinder irgendwie schützen, das sind irgendwelche bösen Eliten, da ist irgendwo ein Machtzyklus oder Zirkel, zu dem du nicht dazugehörst. Du hast also Angst, Wut, Neid, das sind einfach so Gefühle, wo du sagst, so, das zieht eigentlich immer und dementsprechend kriegt das Ding ja auch immer sein Remake. Genauso wie halt auch immer diese satirischen Verschwörungstheorien, die ich jetzt ja auch eher fokussiert habe heute, auch immer wieder eine neue Art oder einen neuen Spin bekommen, sei es Bielefeld, sei es die Vögel, weil das halt auch immer wieder das gleiche Narrativ ist. Man will sich lustig machen, man will sich ein bisschen überhöhen über andere vielleicht sogar und halt einfach so einen anderen so ein bisschen so den Spiegel vorhalten. Und das sind im Endeffekt auch die gleichen Emotionen oder die gleichen Antriebe im Endeffekt. Und das ist also sowas Wiederkehrendes. Und ich glaube, eine Verschwörungstheorie an sich in seinem Kern, wie ich es ja gesagt habe, ist erstmal ein Narrativ und hinter diesem Narrativ stehen halt immer Gefühle, Emotionen und Ziele. Und alles andere folgt eigentlich nur dieser grundlegenden, basalen Geschichte. Und eben diese Ritualmorde, Geschichten, Adrenochrom und eben auch dieses Homo Globo oder Globo Homo, ich weiß gar nicht, was man zuerst sagt. Globo Homo. Ist natürlich auch wieder das Gleiche, ne? Dass das halt auch immer dieses Feindbild, Angst schüren, ja. Wut schüren. Und da man natürlich auch so ein bisschen so eine Lagerbildung hat. Ich gehöre zu denen, ich gehöre zu den Guten, weil ich kämpfe gegen die, die gegen die Kinder kämpfen und was weiß ich. Und also das ist immer so, immer das Gleiche und Wiederkehrende. Aber was wir halt, ich weiß nicht, wie du es siehst, wir haben ja mal gesagt, wir wollen mal eine Dreiviertelstunde machen, Dan, wir sind da leicht drüber. aber das ist einfach ein spannendes Thema, glaube ich. Und ich meine, wir erleben ja jetzt in diesen Zeiten, dass Verschwörungstheorien auch so ein bisschen zu Waffen werden, so ein bisschen eingesetzt werden. Deswegen habe ich auch Axel Stoll am Anfang genommen. Und ich habe ja auch gesagt, Axel Stoll war damals so ein harmloser Spinner im Internet, wo alle
ihre Witze drüber gemacht haben, wo ich glaube nicht so viele von ihm wirklich abgeholt wurden, sondern halt ganz viele auch gesagt haben, haha, ja genau, die Sonne ist kalt und Skalarstrahl und was weiß ich, mein Einstieg. Ich habe mit einem Freund zusammen immer unsere Gags gemacht, also wir haben viel Counter-Strike gespielt, immer wenn wir dann einen guten Schuss gelernt haben, hat man auch immer gesagt, das war der Skalarstrahl und so, also das war halt ein humoristisches Ding und wie gehabt und Axel Stoll, wenn der heute leben würde, dann wäre der halt auf einer Bodo Schiffmann-Level oder wäre der halt auf einer ganz anderen Ebene irgendwie. Dann würde der vielleicht mit Daniele Ganser touren oder was auch immer. Ja, ja. Also hat heute Verschwörungstheorien haben auch heute einen ganz anderen Anspruch, Zuspruch, anderes Publikum auch einfach, ein anderes Interesse einfach. Und das sind heute auch, muss man auch ganz klar sagen, ein kapitalwirtschaftliches Interessensgebiet. Also da verdienen auch Leute wirklich viel Geld mit. Wie gehabt, der Dude, der die Birds Are Real gemacht oder erfunden haben, der lebt davon zum Beispiel. Und auch diese Bielefeld ist nicht echt Geschichte. Gibt es eine ganze, hatte die Stadt Bielefeld irgendwann mal eine eigene Stadtmarketing-Kampagne drumherum gebaut. Echt? Also ich meine, das sind so. Also heute verdienen Leute damit wirklich Geld. Und ich meine, du hast es im Vorgespräch ja auch gesagt, dass du jetzt auch schon hin und wieder mal zum Beispiel das Vermietertagebuch geschickt bekommst, zum Beispiel aus irgendwelchen Quellenbelegen und sowas, das ist auch jemand, der verdient damit ein Schweinegeld. Ja, der erzählt den ganzen Tag nur Lügen und Scheiß und das, also du könntest den ganzen Tag nur seine Lügen auseinandernehmen, weil er so dreist lügt und es ist einfach scheiße, gar nicht verdient damit ein Schweinegeld und das ist eigentlich das, was in meinen Augen sich massiv geändert hat zu früher, was Verschwörungstheorien angeht. Das ist heute... Voll, ich gebe dir vollkommen recht. Was du gerade genannt hast, was ja ein gutes Beispiel ja, ist, Daniele Ganser hast du ja genannt. Mhm. Und da kommen wir zu einem interessanten Thema, wer profitiert von Verschwörungstheorien? Und was ganz interessant ist, es gibt Leute, die wissen wahnsinnig viel, aber sie haben gemerkt, wenn sie sich nicht an Fakten halten, dann ist es einfacher, wenn sie das Gegenteil behaupten. Und da fällt mir quasi ein Beispiel ein. Ich habe gerade hier was gefunden. Also es gibt einen bekannten Holocaust-Leugner aus England. Und das ist ein Historiker, ja. Mhm. Wirklich ein Historiker, hat gute Papiere geschrieben über den Holocaust und dann hat er angefangen in den 90ern Holocaust-Leugnung zu machen. Da gibt es sogar einen Film, weil ich glaube mit Kate Winslet 2016/17 und da geht es genau um den Fall, weil David Irving behauptet hat, den Holocaust gibt es gar nicht, weil das war ein Geschäftsmodell, der hat wahnsinnig viel Geld verdient damit und dann gab es quasi eine Frau, die vor Gericht quasi beweisen musste, dass der Holocaust existiert hat. Also die Vernichtung von 6 Millionen Juden und auch von 15.000 Homosexuellen und Sinti und Roma. Und das ist, Daniele Ganser ist kein Holocaust-Leugner. Er ist ja ein studierter Historiker. Und der hat vor 20 Jahren ein bekanntes Buch, Die Geheimarmee oder sowas. Ja. Naja, ich gucke nachher nochmal, wie es heißt. Aber der war auch ein renommierter Historiker so. Und in den letzten 10 Jahren hat er einfach gemerkt, dass er wirklich Geld verdient, indem er halt Mumpitz erzählt. Und ein Mumpitz ist eben, dass wir auch ein besetztes Land sind. Ja. Weil ich habe gerade mal nachgeschaut, also von ihm ist NATO-Geheimarmee in Europa, inszenierter Terror und verdeckte Kriegsführung. Genau, danke. Ja. Weil wir ja keinen Quatsch erzählen wollen. Können wir heute noch kaufen übrigens bei Amazon für 25 Euro neu. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Holy shit. Zuschlagen. 400 Seiten, ich hoffe, die sind aus Gold. Aber genau das ist, es gibt verschiedene, und das hat man während Corona gesehen, warum werden Verschwörungstheorien erzählt? Auf der einen Seite können sie eine zersetzende Wirkung haben, wie ein guter Freund von meinem Bruder, der ist Ukrainer, ja, ein sehr gebildeter Kerl, und der hat uns immer, mein Bruder und mir, so
wirklich so Homo-Globo Verschwörungssachen geschickt oder so Jordan Peterson, was ja auch so eine Einstiegsdroge in die rechte Meinst du Pipeline ja auch für ist. den Ketzer der Neuzeit? Ja, genau. Und was dann passiert ist, dieser Freund von uns, der aus der Ukraine kommt, als dann quasi der Ukraine-Krieg anfing, ist ihm dann aufgefallen, dass seine ganzen Verschwörungskanäle dann auf einmal alle pro Russland sind. Und da hat man dann gesehen, dass diese Homo Globo-Sachen waren auch eben aus den russischen Sphären so. Und auf der einen Seite gibt es Leute, die machen das halt, weil sie die Demokratie zersetzen wollen. Und dann gibt es einfach Leute wie viele Querdenker, die halt Geld damit gemacht haben, wie der Füllmich zum Beispiel. Gut, die Und die Grüße ganzen gegangen ist. Konsorten. Rainer Föhmich hat es übertrieben. Ich habe eine Anekdote noch zu Füllmich, das werde ich nie vergessen. Das war 2021, glaube ich. Und er hat in seinen Kanälen geschrieben, dass es am 4. Juli, ich glaube, das war 21, am 4. Juli gibt es die Nürnberger Prozesse Ja. gegen diese ganzen Corona-Verbrecher. Und ich dachte mir, cool, ich gucke mir das mal an. Das war so Du mitten in hättest der mich dann Nacht. sehen können, weil ich wurde nämlich quasi als Mitangeklagter von Bodo Schiffmann nominiert. Ja. Echt? Ja. Wirklich? Ach, der hat dich Der hat nominiert mich als als für die Anklagebank der neuen Nürnberger Prozesse nominiert, aber es kam nie, also ich warte noch auf Post, aber. ich genau, ich habe es mir angeguckt und es war super schräg, weil das war wirklich so, jeder konnte da auch sich das angucken und dann so mit reinreden, ja? Und dann siehst du so einen Föhmich und er so, ja, und jetzt gibt's die Anklage und dann waren lauter Amis und die flippen dann aus nach 10 Minuten, die so, wo sind die Angeklagten? Wo werden die jetzt erschossen und so? Die wollten wirklich Blut sehen, ja? Okay. Und dann, nach 10 Minuten, haben die einfach gemerkt, der verarscht die nur, der will deren Geld und dann sind die voll ausgeflippt und dann waren irgendwelche so Trolle, die so wie ich das alles lächerlich Trolle fanden und wie die haben sich dann eingemischt. Das war einfach großartig. ich. Ja, das muss eine ziemlich, also ich habe es selber nicht gesehen, aber es muss eine ziemlich Shitshow gewesen sein, ja. Also mir wurde es dann nur erzählt. Aber übrigens, wo man gerade für mich sagen, sein Prozess verzögert sich immer weiter. Der arme Mann sitzt immer noch in U-Haft. Jetzt hat sich der Prozess wieder verzögert, weil einer seiner Verteidiger einfach nicht gekommen ist. So. Der Aber hat ich auch keinen wusste Bock nicht, mehr, dass du einfach so. auch. Das ist einfach irgendwann mal auch vorbei. Ja, aber ich finde es so lustig, dass du quasi, ich finde es auf der einen Seite wirklich erschreckend und gruselig. Das ist ja auch das Gruselige dran. Da waren Leute, die auch, man kann ja auch die Corona-Maßnahmen auch kritisieren, das ist ja auch alles legitim so. Also ob man Kritik äußert, so. Aber dass dann Leute sind, die sind so, der Wolfi, der verteidigt diese Verschwörung, ich will den Tod sehen. Und das ist ja das Gruselige dran. Und das ist, Ja. was Verschwörungstheorien machen. Die entmenschlichen Leute und dann sagen die, ja, ich will den Wolfi auf der Anklagebank Ja, sehen. ja. Am besten mit Ja, Todesstrafe, ja. so. Und das ist das Gruselige dran. Ja, also ich meine, man, also wie soll ich das jetzt sagen? Also man härtet da halt irgendwann mal ein bisschen ab, sondern am Anfang schluckt man vielleicht noch mehr, als man es irgendwann mal später tut, aber Ja, ja, es ist krass. natürlich schon so, dass ihr erstmal denkt, was ist eigentlich mit euch los? So, und, Ja. aber ich meine, das ist so eine komplett, und das ist halt auch, mit jeder Verschwörungstheorie baut ja auch aufeinander auf und das ist, die ergeben ja untereinander alle nur Sinn, wenn du sie alle mit ins Boot holst und es gibt ja Meta-Verschwörungen, die dann quasi oben drüber sitzen und quasi sowieso so eine Klammer sind und ganz viele Verschwörungstheorien unten drunter zusammenklammern irgendwie. Du sagst, also das ist so das, also gibt so das ist das Gesamtpaket quasi und dann gibt es unten drunter die ganzen anderen Dinge und so, das ist ja total wild und das ist also man, oft erklärt sich ja eine Verschwörungstheorie mit der anderen und also das ist so eine verrückte Welt und das ist so ein Kaninchenbau irgendwo, wo du hineinsteigst und das ist so eine Rutsche hinunter in den Wahnsinn und du hast halt keine Möglichkeit zu bremsen und wenn du dich da so drauf Ja. einlässt, dann wirst du da so drin gefangen und also ich weiß noch, es gab ja, wie hieß jetzt dieser Truther-Film zum 11. September, eine unbequeme Wahrheit, hieß es auf Deutsch. Kenne ich gar nicht. Ja, war auch eine Zeit lang sehr fame auf YouTube und so. Ich glaube, inzwischen gibt es das gar nicht mehr.
Das war halt, da wurden diese ganzen Beweise zusammengetragen, warum das quasi ein Inside-Job war und das konnte ja gar kein Terroranschlag sein und was weiß ich. Und die haben ja damit auch mega Reichweite bekommen, mega viel Geld bekommen und die haben ja dann auch richtig so Merchandise und sowas verkauft und so das ganze Thema und so, das war auch so krank. Und das hat dann irgendwie halt auch wirklich dafür gesorgt, dass Leute total losgelöst sind irgendwie von so einer Realität, die dann auch rumgezogen sind und irgendwelche Leute da überfallen. Und ich meine, die Adrenochrom-Geschichte hat ja auch dafür gesorgt, dass ein Mann in eine Pizzeria gegangen ist mit einer Waffe und gefordert hat, dass jetzt die Kinder aus dem Keller befreit werden, obwohl diese Pizzeria nicht mal einen fucking Keller hatte. Genau. Ich weiß nicht, ob du The Boys schaust, das wurde ja jetzt in einer der letzten Folgen, haben sie das ja auch, haben sie das sogar aufgegriffen. Ich habe die Serie nicht gesehen, ich habe die Comics gesammelt. Ah, okay. Nee, also das ist durchaus sehr politisch, das Ganze war schon immer sehr politisch, wird aktuell sehr, sehr gehasst. Von dieser Anti-Woke-Bubble, von den Rechten im Internet, wird die sehr, sehr gehasst, die neueste Staffel, weil die eben schon, also die haben jetzt die Handschuhe schon ausgezogen. Also da sind sie halt dann auf so einer waffengeilen Nazi-Konferenz, wo irgendwie die Tussi dann erzählt, so nach dem Motto, das ist alles eine Verschwörung der Eliten und sowas und dann so quasi von der Bühne geht und sagt, ja, ich mache das alles nur, weil die Leute es hören wollen, das sind eh alles Loser und so. Und ich habe mir das angeschaut und habe meine Frau gesagt, A, ist es vollkommen richtig, was da erzählt wird und B, werden die Leute es hassen. So. Und genau das ist auch eingetreten und ich finde, das ist auch sehr auf die Nase und ich glaube, es ist halt genau das. Verschwörungsideologien und Theorien sind erstmal eine Sache, die Leute wollen es halt hören und deswegen funktioniert es. Und im Endeffekt hast du es ist ja auch freie Marktwirtschaft irgendwo und du hast halt da einfach ein riesen Publikum, du hast eine große Nachfrage und wenn du intelligent und ruchlos genug bist, diese Nachfrage zu bedienen, dann kannst du da sehr viel Geld mit verdienen. Ich habe ganz kurz, nur weil wir wollen ja ein bisschen mit Recherche arbeiten, der Film hieß nicht Eine unbequeme Wahrheit, weil das ist so ein Doku-Film von Al Gore. Nein, das war mit Al Gore. Ja, stimmt. Wie hieß jetzt der Tusa-Film? Nur damit wir hier keinen Quatsch erzählen. Ja, dann danke, Dan. Nein, richtig. Das muss ich jetzt googeln, weil unbequeme Wahrheit war das mit Al Gore, das stimmt. Loose Change. Wir sind ja nicht das Vermietertagebuch. Loose Change, Entschuldigung. 9/11, ja. Loose Change hieß der. Genau, wir sind ja nicht das Vermietertagebuch. Wir sind nicht, genau, ach Gott sei Dank, bist du hier mein Korrektiv. Da habe ich jetzt Scheiß erzählt, genau, aber was siehst du, so vernetzt sich das in dem Kopf, du hast irgendwelche Filmtitel, wo nicht mehr was. Loose Change vom 2006. Gehört, ich habe gehört von dem Film, aber nicht gesehen. Es gab dann noch einen Second Recut, urheberrechtlich angefochtene Passagen als falsch kritisierte Aussagen weggelassen. Wurde ungefähr 10 Millionen Mal gesehen. Krass, ich weiß, was ich, da ging es, glaube ich, auch um 11. September. Was ich kannte, waren diese Zeitgeist-Filme. Diese kenne ich jetzt nicht. Das war so als Doku getarnt, ESO-Schwurbel bis irgendwo auch mit antisemitischen Wurzeln. Da gab es, glaube ich, 3 Filme oder so, vielleicht auch 4. Und ich hatte Freunde damals, die so, ja, und das ist voll, voll krass und so, nicht so, Alter, das ist einfach Schwurbelmüll. So. aber da gibt es auch so viele. Also ich meine, wir haben auch, also ich habe jetzt, also Dan ist mal ganz gemein gefragt, was waren jetzt nochmal deine 3 Verschwörungstheorien heute? Du hast ja ungefähr 50 erwähnt. Nee, ich hab Reichsbürger gemacht, okay. Ich habe Homo Globo und ich habe quasi das Adrenochrom oder die Bluttrinker-Legende. Okay, sehr gut. Dann, weil wir ja durch so viele andere noch durchgesprungen sind. Also ich meine, man könnte jetzt noch über Sachen reden wie Chemtrails, wie man es aussprechen will. Das ist ja immer dieses... Wie sprichst du eigentlich China aus? Ich sag China. Aber ich kenne auch Leute, die China sagen. In Süddeutschland sagt man eigentlich China, ne? Ja, ja. Aber auf Englisch sagt man Chemtrails, aber wie man sagen will. Chemtrails, ja. Von Chemistry aber das quasi. Das können wir tatsächlich, wir haben jetzt deine 3 und meine 3 Verschwörungsmythen ein bisschen auseinandergepflückt. Und wenn die Community
Chemtrails machen will, dann können wir das nächste Mal ein bisschen Chemtrails Ja, genau. Das ist unsere Aufforderung, nachdem wir jetzt gut eine Stunde überzogen haben, Dan. Ja. Gut, ja, wir sind Profis in dem Geschäft, ihr merkt das. Schreibt uns doch einfach mal eure liebsten Verschwörungstheorien. Vielleicht machen wir nochmal eine zweite Folge, wo ich einfach versuche, nicht zu viel Scheiß zu erzählen und Dan sogar sich vorbereitet hat. Das ist immer so, da seht ihr mal, wer der richtige, wer der Profi ist, ne? Also wenn ich gehe in diese Podcasts rein und habe vielleicht vorher zwei Soundschnipsel rausgezogen, so was zum Beispiel. Ja, weiß das wieder keiner. Und das war's. Und Dan hat voll die Storys. Also da Chapeau an dich, Herr Kollege, da hast du mich jetzt etwas deklassiert, was das angeht. Ja, das hat aber auch mit meinem Dritte Reichtouren zu tun und auch, weil ich ja Rap-Workshops mache und weil die Rap-Workshops werden über die Arbeiterwohlfahrt gemacht und das ist Demokratieförderung und dann hilft es, wenn du auch Verschwörungstheorien ein bisschen kennst. Genau, also ich meine, ich begegne dem ja eigentlich durch meine YouTube-Arbeit auch sehr viel, aber natürlich ist es immer so ein punktuelles Wissen, sage ich mal. Also weil es einfach so viel gibt. Du hast zwar alles mal gehört, aber du bereitest dich natürlich dann für eine Sache vor und recherchierst es im Detail und danach ist es dann so erledigt und dann hast du ein anderes Thema und du löscht dann das andere nicht komplett, aber du vergisst zumindest wieder die Details so ein bisschen. Und inzwischen habe ich über die Jahre hinweg so viel Scheiße gesehen und gehört und erlebt, dass wenn dann irgendjemand kommt und mir irgendwas erzählt, dann so, ja, genau, aber ich hätte es jetzt nicht mehr so im Detail auf der Platte gehabt. Und ich meine, eine Ausstiegsfrage an dich, Dan. Ich höre das immer wieder, ich benutze ja den Terminus Verschwörungstheoretiker, einfach weil das irgendwie so ein gewachsenes Wort ist. Aber das ist ja eine große Diskussion eigentlich auch, ob man das nicht tun, also ob man das tun sollte oder nicht. Ja. Weil, wenn du sagst, jemand ist ein Verschwörungstheoretiker, dann gibst du ja gleichzeitig der Person mehr Credibility, als ihr vielleicht zusteht, weil eine Theorie ist ja etwas, was stimmen könnte. Das ist ja eher etwas Wissenschaftliches, Theorien zu postulieren. Also ich habe letztes Mal mit einem Bekannten Abend gegessen. Der ist einer der führenden Mathematikprofessoren dieses Landes. Der hat einen Professor Doktor, bla bla. Und der hat mir erzählt, dass er aktuell berechnet, warum Seifenblasen keine Kanten haben. Und sobald er davon erzählt, steigst du aus. Also ich steige aus. Ja. Aber da dachte ich mir so, okay, und der postuliert ja auch Theorien. Also ist er ja eigentlich auch, also er ist ein theoretischer Mathematiker und dann verstehe ich das Argument zu sagen, ja, aber ein Verschwörungstheoretiker wie ein, keine Ahnung, ein Axel Stoll ist ja nicht auf dem gleichen Level wie der. Ist es dann ein Theoretiker oder nicht? Gute Frage. Ich habe immer wieder, wenn ich auch mit Freunden, die auch zum Teil die Sachen glauben und ich bin da immer gern im Dialog und so. Okay, kurzer Diskurs, eine wissenschaftliche These, da muss kurz erklären, wie das ja funktioniert. Du hast, sagen wir, vor über 200 Jahren war ja Isaac Newton und die Story ist, Isaac Newton sitzt unter einem Baum und ein Apfel fällt auf seinen Kopf. So. Und dann sitzt er da und der ist ja Physiker. Mhm. Und Isaac Newton fragt sich, warum fällt der Apfel eigentlich auf meinen Kopf? Warum fällt er nicht nach oben oder nach links oder rechts? Also will er das rausfinden und er stellt eine These auf. Das ist so, fängt die Wissenschaft an. Die These ist, es gibt einen Grund, warum der Apfel nach unten fällt. So. Und dann macht er erstmal verschiedene Experimente. Der wirft einen Apfel runter, dann wirft er ein schwereres Objekt und stellt zum Beispiel fest, dass der Apfel zum Beispiel nicht so schnell runterfällt wie jetzt, keine Ahnung, ein Amboss oder sowas. Und dann kommt er auf eine These, die er stellt, und dann nennt er das quasi die Gravitation. Das ist quasi, warum Sachen runterfallen. Und dann publiziert er das in einem Magazin oder in einer Publikation. Das nennt man ein Peer Review oder auf Deutsch heißt es ein Kreuzverhör. Mhm. Und dann gibt es dann lauter Wissenschaftskollegen, die nichts anderes machen, als seine These auseinandernehmen, warum es zum Beispiel keine Gravitation gibt. Und wenn er das schafft, dass er die so weiterentwickelt, dass es keine Fehler gibt, dann wird es eine Theorie. Also die Theorie unter Leuten wie dir und mir ist, ich habe die Theorie, dass, keine Ahnung,
Ben Affleck gar nicht mit Jennifer Lopez verheiratet ist. So, das ist quasi ist das? Im Volksmund. Aber in der Wissenschaft heißt eine Theorie, dass du eine These aufgestellt hast und durch dieses Peer-Review-Verfahren wurde das verifiziert. Deswegen bin ich auf dem Trip, dass ich eigentlich das Wort Verschwörungstheoretiker auch nicht so gut finde und Verschwörungsmythos und Leute, die dem anhängen, das sind dann Verschwörungsgläubige. Verschwörungsgläubige. Also was ich oft gehört habe, ist, dass Leute sagen, Verschwörungsideologe. Das passt auch. Aber eigentlich müsste man ja dann fast sagen, also wenn das ein Mythos ist, dann sind das ja Verschwörungsmythizisten. Das klingt schon fast wieder zu cool. Ja. Das kenne ich Ihnen nicht. Aber ich finde, also Verschwörungsideologen finde ich auch gut. Also das ist akkurater als Verschwörungstheoretiker. Okay. Also, wenn ihr euch den Podcast von der Folge nochmal anguckt, stellt euch vor, dass wir vorher nicht Verschwörungstheoretiker, sondern Verschwörungsideologen stellen. Und dass wir das vielleicht hätten am Anfang klären sollen und nicht am Schluss. Wir machen alles rückwärts. Ja, genau, wir schneiden die einfach rückwärts, die Folge. Ja. Ja, Dan, eine Stunde 45 Minuten haben wir jetzt aufgenommen. Wir wollten eine Dreiviertelstunde machen. Ich würde sagen, knapp daneben ist auch vorbei. Aber was man auf jeden Fall gut sehen kann an dieser Folge oder hören kann an dieser Folge ist, dass wir beide uns sehr für diesen Themenkomplex interessieren und da sehr viele Erfahrungen gemacht haben. Und ich glaube, das ist so ein Thema, da kannst du stundenlang über und über dich in diesen Themenkomplexen auch verlieren, weil das eine das andere ergibt. Jeder hat da irgendwie seine Geschichten, seine Erfahrungen, Erlebnisse einfach mit. Ich meine, allein wir reden über Rainer Fümich und haben beide eine Story über ihn. Das ist eigentlich auch schon lustig. Und es sind so, man merkt einfach, dass da jeder einfach mitreden kann. Und das sieht man ja nochmal, wie gut diese Narrative sind, weil sie uns einladen, auch darüber zu reden und eben auch so einen narrativen Fluss eines Gespräches irgendwie dann auch einfach mit sich bringen. Und das natürlich, wenn du es in einem Rahmen machst, wo du weißt, worum es geht und so weiter und so fort, ich glaube, es ist sehr unterhaltsam, kann viel Spaß machen. Mir hat es heute viel Spaß gemacht, aber natürlich es ist auch immer schwierig, weil du natürlich irgendwie so einen einordnenden Faktor brauchst. Und wenn der verschwindet aus so einem Gespräch, dann kann das auch ganz schnell ganz böse Züge annehmen. Und ich glaube, deswegen sind Verschwörungsmythen eigentlich ja eben so gefährlich, wie sie sind, weil sie eben sehr dazu einladen, mitzumachen. Und es auch ganz schnell den Boden verlässt, wo du sagst, das ist noch ein, hat noch einen, wie du es am Anfang des Gesprächs gesagt hast, so einen redaktionellen Hintergrund oder so einen nachrichtlichen oder am Boden verhafteten Hintergrund, sondern da kommst du halt dann schnell vom Hunderten ins Tausende und sagst dann so, ja, aber übrigens, und 11. September, dies und das. Und ich meine, hier Ketzer Neuzer hat ja auch einen Podcast, wo sie dann auch erzählen, von wegen mit diesen Pässen, diese dumme Geschichte, dass man Wolkenkratzer ja aus diesen Reisepässen bauen müssen, weil die halt so Flugzeugcrashes überleben, alles andere nicht und lauter Geschichten. Und dann, da kannst du so schön sehen, wie einfach eine Dummheit zur nächsten führt und man kann sich da so schön hochschaukeln. Und ich glaube, das kennt jeder aus seinem Bekannten, Freundes, Familienkreis, was auch immer, dass es einfach dieses Hochschaukeln auch irgendwo gibt und dass dann immer irgendjemand hast, der sagt, aber das war so und so und du kannst dann immer, oh Gott. Oder Daniele Ganser hat doch auch geschrieben das und das, du hast immer so einen Andockpunkt in deinem Leben, wo du das immer wieder triffst und ich meine, für uns beide ist es dann immer sehr, sehr unterhaltsam, weil du weißt, woher es kommt, weil du schon mal gehört hast, weil du es mal gesehen hast, weil du einfach damit professionell umgehen kannst. Aber ich glaube, dass auch ganz viele Leute eben genau hier dann ein Problem haben, weil du entweder eine Beißhemmung hast und sagst, naja, ich weiß es nicht, also lieber mal nichts Falsches sagen oder halt einfach voll überfahren wirst. Und das ist halt auch diese Methodik einfach, die ganz viele Leute benutzen, um einen so ein bisschen da auf dem falschen Pfad zu führen, weil sie davon ausgehen, dass du eben nicht so drin bist in dem Thema, weil es natürlich auch ein Nischenthema ist, ein Randthema ist so ein bisschen. Genau, und was auch oft passiert, wenn man mit Leuten diskutiert, die Verschwörungserzählungen glauben, ist, die bewerfen dich mit 10 Themen und die sagen, ja, aber was ist mit dem und dem, das macht ja auch Ken Jebsen ja auch. Ja. Dieses, der 11. September und dann gab es übrigens die Geschichte
bla 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 und übrigens, wir sind nicht souverän und bla bla bla. Und ich glaube, das Fazit von diesem Ding ist für mich, jeder ist manipulierbar. Ich bin manipulierbar, du bist manipulierbar, wir sind alle manipulierbar. Ja, ja. Dass man halt, ich habe immer so Standards, wie ich Quellen checke, so, und dass man halt sieht, wie, wo sind die Quellen? Ich frage immer, wenn mir jemand sagt, Deutschland ist besetzt, dann sage ich, wo ist deine Quelle? Und manchmal kriege ich dann, keine Ahnung, irgendwas zugeschickt mit so einer KI-Stimme oder die Ukraine, das sind alles Nazis, wo ist deine Quelle? Und dann kriege ich das Vermietertagebuch geschickt. Und dass ich dann einfach auch mit meinen normalen Quellen, die ich aus seriösen Quellen, genauso kritisch bin, wie was ich von Verschwörungsideologen kriege. Und ultimativ, wir verurteilen keinen, der dran glaubt, sondern wir wollen einfach nur darauf aufmerksam machen, dass Verschwörungsmythen einfach auch gefährlich sein können. Wir verurteilen für die, damit Geld verdienen. Genau, und es ist einfach gefährlich, weil es oft auch Demokratie zersetzen ist, und das ist unser Fazit, aber dass wir eben auch nicht Verschwörungsideologen Ideologen per se oder überhaupt nicht verurteilen. Und Verschwörungsideologien machen leider halt auch Spaß. Ja. Und damit habe ich alles entschärft, was du jetzt gerade gesagt hast. Es tut mir leid. Alles gut. Dan, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Ich mich auch. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder. Wir aktueller Turnus ist 2-wöchentlich, unser Podcast, weil der Dan nämlich auch ein sehr umtriebiger Mensch und fleißiger Mensch ist, der viele Dinge nebenbei tut. Also, sein neues Musikvideo solltet ihr euch unbedingt noch anschauen, wenn ihr das nicht getan habt. Wie gehabt, ich bin jetzt nicht derjenige, der zum Einschlafen Rap hört, aber ich finde es ganz cool. Aber ich bin nicht jemand, der über Musik urteilen sollte, deswegen Community, tut ihr das. Da freut sich der Dan bestimmt. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Servus. Adios.